Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Video. Heute mal wieder was ganz Besonderes. Das letzte Lego-Video bei uns ist schon ein ganz schöner Zacken her. Da haben wir das Master Chief Master Schwert oder das Elite Master Schwert von Halo gemacht. Ziemlich geil auch auf dem Kanal. Guckt einfach mal rein, wenn euch Lego interessiert. Und heute haben wir noch mal was Neues. Ihr seht es hier drüben schon. Ich ziehe es mal hier rein. Den Bonsai. Lego Bonsai Baum. Den wollen wir heute mal anfangen zu bauen. Dazu gehöre ich noch die... Ich komme mal ein Stück in die Kamera. Das Licht dazu, die Beleuchtung. Und ja, wer bei uns schon Lego angeguckt hat, der weiß, derjenige, der vor der Kamera sitzt, ist nicht allein. Denn im Hintergrund sind noch 4 Bildschirme und zu tun und zu machen. Deswegen ist der Bro auch noch mit am Start. Tja Leute, genau. Ich sitze im Hintergrund, die Stimme aus dem Background. So ist es. Und ja, versuche euch hier ein bisschen mit zu unterhalten, während der gute Klubberdrache anfängt, den geilen Bonsai-Tree ja aus der Botanical Collections von Lego zu bauen. Hab Bock drauf, habe ich vor längerer Zeit mal geschenkt bekommen von den Freunden vom Kanal und ja, jetzt war es langsam soweit. Ich denke, die Beleuchtung legen wir erstmal zur Seite, denn das werden wir zum Schluss machen und wir kümmern uns erstmal um das Ding. Bin echt gespannt. Ja. Ist eigentlich ein gutes, passendes Geschenk gewesen, denn wie ihr schon hier vielleicht in den Hintergrund, in den Ecken und die Details erahnen könnt, ja, der Klunkerdrache ist durchaus Japano-Fan. So ist es. Und da passt ja nur ein Lego-Bonsai perfekt ins Geschehen quasi. So ist es. Und hier haben wir natürlich auch noch einen echten stehen. Meine der Freunde, kann dann weg. Den kann man uns das mal angucken, wie der dann im Vergleich aussieht. Aber ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich kann ja schon mal sagen, das Lego ist ab 18 plus. Das wird bestimmt gar nicht so ohne. Das könnte werden. Ne? 878 Teile für diejenigen, die das interessiert. Und wir reißen den Beutel mal auf. Ja, wie schon erwähnt, Botanical Edition. Da gibt es einiges, Leute, wenn es euch interessiert, ihr Pflanzenfreunde seid und auch Lego geil findet, guckt euch mal rein. Ich muss zugeben, ich habe dort einige Lego auch in Natura schon als Muster gebaut gesehen. Die sahen wirklich gut aus. Ja. Muss man echt sagen, kommt schon stellenweise der Natur echt nah. Das ist mir schon mal bei manchen selbst überrascht. An sich Lego. Also es ist oftmals der Fall, dass man denkt so Lego, also wenn man es erstmal so hört, aber dann, wenn man es sieht, das ist schon manches Zeug beeindruckend. Ich lasse das einfach mal hier hinten so ein bisschen in der Ecke stehen, da seht ihr es noch. Genau. Das fertige Produkt und wir gucken erstmal. Wir haben natürlich viele Beutelchen. Eins haben wir hier. Ach. 2, 3, 4, 5, 6 Beutel. Sieht man so, ja? Ja, sieht alles so weit gut aus. Und schafft ihr ruhig ein bisschen Arbeitsfläche. Genau, und hier haben wir die, was sie braucht. Schöne Anweisung. Dann gucken wir uns mal an, ob wir es hinbekommen. Sind die Lego-Steine auch vegan, wenn das ein Bonsai-Baum wird? Das ist eine gute Frage. Was man hier vielleicht gleich sagen kann, was ihr sicherlich auch an der Videolänge schon seht. Wir sind jetzt nicht die geübtesten Lego-Bauer, bauen Lego auch wirklich sehr selten. Aber wenn sich dann mal eine Möglichkeit ergibt, machen wir das natürlich sehr gern. Aber das heißt, das dauert wahrscheinlich schon ein bisschen länger als bei geübten Lego-Bauern, ja, ja, die jede Woche irgendwie mit Lego zu tun haben. Das ist an sich eine Traurigkeit, dass wir selten Lego bauen. Aber naja, was jetzt? Was will man machen, ne? Man macht es halt einfach nicht jeden Tag. So, designt wurde das vom Lego-Designer Nicolas Faas. Kollege mit Bart. Ob man den kennt oder nicht, ist die Frage. Lego-Designer ist auch ein cooler Job. Ist bestimmt cool. Allerdings musst du auch, man weiß wie lange wahrscheinlich in der Produktphase designen, bevor so ein Produkt einfach letztlich auf den Markt kommt. So ist es. Und vor allem musst du dich ranhalten, glaube ich. Weil gerade so Dinge wie, ich habe jetzt kürzlich im Laden gesehen, in Horizon Zero Dawn Lego beispielsweise, du musst ja schon irgendwo auch dann, wenn das aktuell ist, dein Lego bringen, ne? Ja. Kannst ja nicht 5 Jahre nach Erscheinen eines Games ein Lego von dem Spiel raushauen und denken, wow, das brauchen wir jetzt, ne? Das ist halt die Frage, ne? Obwohl das ja auch oft passiert, dass es auch, ich sag mal, wie jetzt aktuell wurde ja zum Beispiel Lego Herr der Ringe wieder gemacht, also Bruchteil in Lego. Und da ist man schon so, dass man sagt, ja gut, Herr der Ringe und gerade das normale Herr der Ringe, also jetzt nicht Hobbit und so, ist ja auch schon ein Zacken alt. Ne? Ja, ich meine gut, das sind Bestseller eh im Lego-Geschäft. Es wird wahrscheinlich auch jetzt wieder durch Erscheinen von Hogwarts Legacy
die Lego Hogwarts Reihen sicherlich wieder neu aufgelegt oder. Ja, bestimmt. Profitiert ja auch. Es kam ja auch kurz vorm Erscheinen auch alle Filme wieder im Fernsehen hinten mal wieder seit längerem meines Wissens nach. Gut Marketing gemacht. Kann man schon zu sehen, ne? Also bei mir hat es funktioniert, Marvin. Du hast es durchgezogen. Ich habe es gekauft. Na gut. Okay, wir beginnen einfach mal. Leg mal los hier. Und ich gucke einfach mal, dass ich hier ein bisschen was hinbekomme. Bau mal einen schönen Sockel. Ja, schauen wir mal. Genau. Mal sehen, ob wieder in ein paar Teile dabei sind, die uns, ein wenig exotisch vorkommen. Es wird nicht ausbleiben. Interessant wird, glaube ich, der Beutel 3. Du kannst ja auch mal die Kamera halten, ich weiß nicht, wegen Fokus. Da können wir mal schauen. Also, genau. Beutel 3 könnte. Nee, warte, hier ist die Kamera. Fokus. Einmal frei. Beutel 3 könnte interessant werden. Das scheinen die Blütenknospen oder was auch immer zu werden. Und die scheinen einzeln montiert werden zu müssen. Sehr gut. Das könnte interessant werden. Ansonsten muss ich aber sagen, finde ich die Teile gar nicht mal so viele. Also in einer Stunde bist du wenigstens fertig hier. Mir fällt es jetzt schon. Sieh zu. Jetzt schon interessant, dass ich hier Teile brauche, die ich jetzt schon nicht sehe. Aber Leute, man kann schon jetzt sehen. Das kann ich vielleicht auch mal zeigen. Der Bonsai hat letztlich zwei Optikvarianten. Das auch sehr cool ist. Es gibt eine Beutel 4, eine laubgrün Variante, adäquat des Naturmodells nebenan. Und dann könnte man das auch in eine, ich sag mal, Frühblüher-Version verwandeln, wie man mit dieser Tüte sieht. Man kann also hier das Blättergleit oder die generelle Optik durchaus wandeln. Wir sind auf alle Fälle mal gespannt mit dem Endprodukt. Ja, das wird schon werden. Wie immer bei Lego geht es mit einer Grundplatte los. Und dann wird schön rangebaut. Das sieht schon aus wie Lego-Technik-Teile. Dabei bauen wir doch eine Pflanze. Das Witzige ist. Und ich hoffe, du hast noch meine alte Lego-Kiste im Keller, falls ein Teil fehlt. Ja, ja, das habe ich natürlich. Das habe ich natürlich. Das fängt jetzt schon an, interessant zu sein. Du hast mal einen Testbau machen sollen. Achso, das geht drüber nass. Okay. Interessante. Aber das ist trotzdem komisch. Kann aber nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stimmt aber. Das sind schon die ersten Hürden, die gemeistert werden müssen. Naja, man ist halt manchmal einfach dumm und dann kann das natürlich passieren. Das wird mit Lattenfleischrum zusammen gemacht. Genau, das ist nicht so. Quer zusammen. So ist es. Jetzt baue ich ja den Bonsai nicht von Anfang an schon falsch. Ja, dass man denkt, das ist. Man kann es sich auch schwer machen. So, jetzt sind wir mal. Naja, wir haben es ja am Anfang gesagt. Jetzt sind wir auf der Breite, wo wir hin müssen. Wenn du einen Kaffee brauchst, schenk dein Ei. Also ist es. Das war jetzt durchhängst. Aber genau das ist ja das eigentlich, was für mich Lego ist oder für uns Lego. Wir bauen ja Lego nicht als Sport, ja, so schnell wie möglich durchzuballern, sondern einfach aus dem Spaß und ein bisschen erzählen und. Wow. Genau. Das stimmt, also das Bauen gehört bei Lego definitiv mit dazu. Der Weg ist definitiv das Ziel, würde ich auch so sehen. Und das Endprodukt ist natürlich auch wichtig, man will natürlich auch ein schönes Werk am Ende stehen haben. Aber beim Lego geht es natürlich auch ums Bauen. Das ist ganz klar. Dann machen wir mal hier die weißen Punkte. Wahrscheinlich, wie es auch aktuell wohl aussieht, wird hier wohl Tüte nach Tüte gebaut. Ja. Das ist ja aber auch bei Lego so ein bisschen klassisch, oder? Wobei ich mich an meiner Kindheit da zumindest nicht erinnern könnte, dass es da irgendwie beschriftete Tüten gegeben hätte mit Zahlenreihenfolgen. Aber vielleicht weiß ich es auch einfach nicht mehr. Also ich kann mich auch an meine Sets, die ich schon so hatte, kann ich mich schon noch gut erinnern. Muss aber dazu sagen, hätte auch nicht mehr sagen, ob das so unterteilt war. Aber definitiv war das nicht ein großer Sack. Also es war schon, aber vielleicht nicht ganz so unterteilt. Na gut. Man hat ja wahrscheinlich auch, also ging zumindest bei mir, bei uns zu Hause war das auch so, es gab einfach eine Kiste, da war einfach Lego drin. Und daraus hast du dir eben etwas Fantasievolles gebaut.
Das war ja auch meistens dann so, oder? Man hat irgendwie so Zeug gekauft und im Nachhinein hat man dann eh irgendwas bauen wollen, wo man halt Bock drauf hatte. Wobei ich wiederum sagen kann, ich habe es als Kind gehasst. Lego? Nee, Lego nicht, aber hier kreativ zu bauen. Achso, das war nicht. Das war überhaupt nicht mein Fall. Ich habe immer nach Anleitung irgendwas bauen wollen, das dann final aussieht, wie es aussieht. Schreibt mal rein, wie es bei euch ist. Seid ihr eher so der Typ, der die ganzen Beutel gleich aufreißt oder auch so Schritt für Schritt? Also ich kann mir sagen, die Lego-Freikiste, wo alles mögliche drin war, auch eher mein Bruder sein Milieu. Da habe ich mich in der Regel wenig mit befasst. Ja, es ist halt nur jeder Auge. Könnte auch an eher diesen Skills scheitern, weil eine mehr wie eine Grundplatte mit vier Rädern dran kommen auch meistens nicht raus. Ach so, boah, also so auch das Gläser kreative Bauen war einfach ein Pop bei dir. Überhaupt nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Ich hab das eigentlich gern gemacht, so kreativ bauen, aber das Problem war auch trotzdem meistens, entweder hattest du dann die Steine, ne, die du aber eigentlich wolltest oder nicht genug davon, musstest dann statt weiße, blaue oder rote nehmen und dann sah das auch wieder komisch aus. Hast also gepfuscht. Nicht genau so war's dann, ne? Da hast du halt immer irgendwie, so weiß ich, bau ein Krankenhaus und hattest an sich Bock drauf, aber du hattest halt nie die Steine, die du gebraucht hast. Das war eher so das Problem. Ja. Aber Push am Bau ist nicht nur beim Lego so. Sondern auch im Real Life. Oh, jetzt geht's vorwärts. Aber jetzt geht's ja. Jetzt wird Meter gebaut hier. Jetzt geht's hier aber ganz schnell zu Fuß. Jetzt zieht er die Mauer hoch und ich. Ja, man könnte mutmaßen, ich vermute mal, das wird der Keramiktopf. Schlussendlich, weil wir sehen da schwarze Teile jede Menge. Das kann eigentlich nur der Blumentopf werden. Ach nee, die Dinger liegen da unten als Substrat drin. Ich hab Blödsinn erzählt. Beutel 3 ist gar nicht schlimm, seht ihr? Das ist das Substrat, das Pflanzensubstrat. Das wird einfach reingekracht. Top. Da war der beste Beutel. Ich korrigiere meine Aussage. Schritt 3 war am besten. Naja, kann man sogar freuen. Also. Top, dass ich hier so eine Ablagefläche habe. Ich kann mir perfekt nicht hinstützen. Kann man nichts machen. Man sieht mich nicht. Aber hören tut man dich. Das hört mich hoffentlich. Solange du relativ laut redest, ist alles okay. Weil wir müssen halt, also wir haben so eigentlich schon ein hochwertigeres Mikrofon, aber wir wollten das jetzt halt nicht hier irgendwo, damit es so, ne, das steht dort hinten neben der Kamera. Aber ich hoffe, es ist alles gut hörbar. Ja, ich bin da jetzt eigentlich, bin da ein bisschen vorgelagert. Ich bin jetzt eigentlich etwas vor dem Mikro, von daher denke ich, sollte das passen. Gehen einfach mal stark davon aus. Jetzt haben wir hier den Blumen. Warum ist denn das ein weißes Ding in der Hand? Ist das irgendeine, entweder wird dort der Baum dann aufgesetzt? Wir werden es sehen. Ja, so. Müsste man sehen. Könnte ein Bild werden. Kippelige Rahmen von Mario Party. Kippelige Rahmen, du musst das schon erklären, was war denn der kippelige Rahmen von Mario Party? Ich dachte, also, wer das nicht kennt und hier zusieht, raus mit euch. Kippelige Rahmen ist ein Mario Party Spiel, Minispiel, was schon in der ersten Generation aufkam. Was einfach nur, wie der Name sagt, ein rechteckiger Rahmen ist, in der Mitte ein Bild und ein Koopa-Panzer. Mhm. Und man musste einfach in die gewissen Richtungen springen und den Koopa-Panzer quasi rutschen lassen, um somit die Bildflächen wegzuwischen. Und wer damit als erstes fertig war, der hat das Minispiel gewonnen. Und ja, gab es dann auch in diversen anderen, neueren Teilen mit. Ich glaube auch jetzt im letzteren. Bis kürzlich, wir es ja erst gespielt haben, im, wie heißt es überhaupt? Mario Party Ultimate? Oder Superstars, glaube ich. Superstars, im neuen gesammelten Werke Mario Party quasi. Da ist auch das Minispiel wieder mit dabei. Das war auch ziemlich. Das ist halt cool. Einfach Classic. Tja, das auf jeden Fall. Also mir hat es auch immer großen Spaß gemacht. An sich Mario Party in der Gruppe spielen, das gibt's ein geileres. Das stimmt wohl. Macht immer Laune. Außer jemand bekommt ständig irgendwelche. Bonussterne und irgendwelche Zufallswürfelfunde auf alle drei Felder taucht ein geheimer Würfel bei jemandem auf. Grüße an dich, Donny, du weißt, und keine. Das Allerschlimmste, ich hoffe, ihr unterschreibt das, irgend so ein Dödel kommt aufs Chance-Time-Feld. Oh nein. und macht dir deine gesamte mühsame, gesammelte Arbeit zunichte. Ebenfalls Grüße an dich, Don Weef. Du bist schuld, dass wir keine Freunde mehr sind. Du bist schuld, dass wir kein Mario Party haben mit dir spielen, weil du immer bei Chance-Teiling Polizei verjubelst. Man muss dazu sagen, der Don Weef hat immer das Glück, also der hat immer so ein bisschen Pech mit dem, sagen wir mal, Holen von Sternen im Allgemeinen,
aber hat unfassbar Schwein, dann irgendwelche Bonussterne zu holen oder halt solche speziellen Felder zu erreichen, solche Glücksfelder und sonstige Sachen. Und dann bringt er einen schon zur Weißglut. Wobei man wiederum sagen muss, weil wenn er auf Chancetime kommt, ist es in der Regel nicht so, dass er sich das Zeug zuspielt. Er hat nur einfach Glück, dass er nicht der Geschädigte ist. Ja. Das ist in der Regel so. Das stimmt. Er schädigt halt einfach die anderen. Was seine Tour noch umso mieser macht. Auch da, wer da was sehen will, ist auf dem Kanal, ich glaube, ein Video bis jetzt. Aber vielleicht kommt da ja nochmal was. Das müsste man eigentlich auch mal mit Kommentar machen, das ist unkommentiert. Das war nur so an einem Abend, wo wir zusammen gezockt haben und dachten, komm, nimmst du das im Hintergrund mal auf. Aber normalerweise könnten wir das mal mit Kommentar machen. Also was da gelabert wird, Leute. Hältst du nicht aus. Das hältst du wirklich nicht aus. Na, wir sehen schon, da wird langsam ein Blumentopf drauf. Ich finde auch cool, das kenne ich ja so, also ich gar nicht, dass du erst so den Untergrund baust und dann haust du wie so Fliesen ran. Mhm. Also. Du musst aber putzen dann hier, die haben Spiegeloberfläche. Ja, das ist schon ganz geil. Passt natürlich auch wieder schwarz, ne? Zum klassischer Bonsai-Topf eben. Ne? Ist wahrscheinlich so, ja. Der Designer hat sich schon was dabei gedacht. So ist es. Wie auch immer hieß. Aber das macht nichts. So. Könnte aber auch ein Boot werden bisher. Bis jetzt könnte man noch alles irgendwie. Oder ein Hausdach. Rein interpretieren, ja, das ist richtig. Aber ihr seht schon, der Beutel 1 neigt sich dem Ende. Das ging diesmal relativ fix. Ich bin eigentlich sogar ein bisschen erstaunt. Ach, das sind die Füße. Ich wollte schon sagen, was sind das für coole Ringe? Aber es sieht halt schon mega cool aus, auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir viermal den langen Kollegen hier. Langer Kollege. Dann wird aber, wenn ich hätte, muss zugeben, wenn ich den Topf jetzt sehe, hätte ich eigentlich fast gedacht, dass da der Bonsai größer ist. Aber das scheint mir ein bisschen kleiner zu werden, als ich mir vorgestellt habe, zumindest. Mhm. Der Topf ist ja laut Bild Minimum niedriger, kleiner als der Sockel. Und der eigentliche Bonsai ist ja circa so groß wie der Topf, ein bisschen mehr. Das ist jetzt so die Größe, Leute. Eine Handbreit Topf. Aber sieht ganz nett aus. Oh, jetzt. So, jetzt wird gefliest wieder. Hau die Fliesen ran. Ab ins Fliesenhandwerk. Wie ist das immer? Der Fliesenleger ist immer der Letzte am Bau, Leute. Da musst du immer rausreißen. Da ist immer der, der die Fehlbauten der Vorgänger ausbügeln muss. Schön auf die schwarzen, auf die schwarzen spiegelten Teile, schön mit dem Fettfinger drauf, ja. Und wenn ich euch einen weiteren Tipp geben darf, fließt niemals schwarze Fliesen bei euch in der Wohnung. Sieht cool aus, aber. Wir haben bei uns in der Firma eine schwarze, in der Eingangshalle einen schwarzen Fliesenboden zum Kotzen. Vor allem im Winter. Naja, weil halt die Salzspuren und so, ne? Und so, das sieht so kacke aus. Nicht schön. Lasst den Blödsinn. Macht lieber was Helles. Macht was Helles. So. Jetzt kommen unten die Füßchen ran. Jetzt kommen die Füßchen. Ich muss sagen, wir haben, Moment, lass mich checken. 20 Minuten Videoaufnahme, knapp. Ja. Und wir sehen schon durchaus ein Ergebnis. Wunderlich, ne? Das sind wir von unserem Groß-Lego-Projekt anderes gewohnt. Das stimmt wohl. Da könnte man hier vielleicht auch mal sagen, also es gibt noch ein Groß-Lego-Projekt. Das Problem ist bloß einfach, das haben wir schon vor Ewigkeiten begonnen. Und dann war aber privat viel Unschönes passiert. Deshalb mussten wir das pausieren. Aber das wird in den nächsten... In den nächsten Jahren irgendwann. Also es wird wieder aufgenommen. Und dann ist aber das Problem, ne? Dann hat man ein Projekt und hat zu dem Zeitpunkt über den Zeitpunkt gerade aktuelle Situation berichtet. Und dann ist es aber halt ein Jahr her. Erstens das und zweitens wird es irgendwo natürlich auch aufgrund von geänderten Locations und Rahmenbedingungen wird es quasi ein Videocut geben. Ja. Von einer Aufnahme zur nächsten, wo auf einmal ganz andere Aufnahmebedingungen vorherrschen. Ja. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist so. Könnte auch eine schöne Badewanne abgeben. Ja, ist doch ganz nett. Zwei Teile Reserve, so gefällt mir das. Das kennen wir ja auch so ein bisschen. Also oftmals wird ja... Ohne zwei. Aha, also genau. Oftmals war es ja bei Lego wirklich so, dass immer ein paar Teile über waren oder extra waren. Das ist eigentlich meistens so, ja. Aber wir hatten auch, wie gesagt, in diesem Großprojekt hatten wir auch das, dass Teile gefehlt haben. Also auch das ist möglich. Ne? Stimmt. Hatten wir und sogar zwei Teile bis dahin. Ja, genau. Und wir sind ja noch nicht fertig.
Und wir sind solche Deppen, wir haben das für 600 Euro gekauft. Also, da ist dann schon, wenn dann mal gleich zwei Teile fehlen. Na, es ist ja nur Bruchcent Wertverlust. Ne? Aber wenn du keine hast, ne? Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Und da kam die Reserve-Lego-Kiste ins Spiel. Und wir haben, weiß Gott, die Teile als Reserve gefunden, bisher. Das war wirklich, das war glücklich auf jeden Fall. Wenn natürlich dann irgendwo so ein relatives Sonderteil aus der Edition fehlt, dann hast du natürlich ein Problem. Dann hast du ein Problem. So sollte man zum Beispiel ein Marvel-Lego-Set bauen und der Captain America-Schild fehlt, naja, den hast du nicht in deiner Lego-Kiste. Ne? Das ist schlecht. Wahrscheinlich nicht, außer hast viele Avengers-Sachen. Man könnte maximal einen 3D-Drucker zu Hause haben und das Ding rauslassen. Schreibt mal, ob ihr einen 3D-Drucker habt. Also ich schreibe mal, ob ihr einen 3D-Drucker habt. Das ist heutzutage gar nicht mal so abwegig. Ja, aber so die richtigen 3D-Drucker, sind die nicht schweineteuer? Also ich kenne mich jetzt so... Nee, nicht mehr. Ich muss zugeben, bei mir auf Arbeit, also ich arbeite in einem CNC-Firmenbereich und bei mir gibt es viele Arbeitskollegen, die privat einen 3D-Drucker haben. Guck an, hätte ich gar nicht gedacht. Es wurde sich sogar kürzlich bei uns in unserer Serviceabteilung mit selbst vom 3D-Drucker gedruckte Pistolen beschossen. Klingt jetzt nicht so... Alles möglich. Also Leute, ein 3D-Drucker ist perfekt, um Schabernack zu betreiben. Teuer ein Schabernack, aber immerhin ein Schabernack. Ich glaube ja auch, also der 3D-Drucker an sich ist ja erstmal das Ding, aber du hast ja auch immer das Material, was du kaufen musst. Ne? Also du hast ja... Ja, natürlich. Über die Kosten wäre ich mir jetzt nicht im Klaren, aber ich würde behaupten, dass es schon für, ich sag mal Mitte, ich denke, es gibt für unter 1000 Euro schon 3D-Drucker, die halbwegs okay sind. Wo du Kleinigkeiten machen kannst. Okay. Das, glaube ich, gibt es schon. Da sind wir schon angekommen. Dann schreibt mal rein, ob ihr einen habt. Und wenn ja, für was? Lego-Teile drucken. Auch, warum nicht? Ne? Das ist halt... Machst einen Lego-Versandshop auf und verkaufst Lego-Teile. Das gibt es ja. Ja. Das sieht aus, wie das der Baum vielleicht werden könnte. Einmal haben wir das Teil da, das klingt. Ne, wir brauchen das Teil einmal. Okay. Jetzt geht's los mit dem Bau. Mit dem Bau. Was haben wir da? Da brauchen wir noch so ein schwarzes kleines. Ja, das ist ja. Das außen. Alles ein bisschen braun und ähnlich. Das ist wieder so eine coole Farbe irgendwie, so eine. Ja, wo man sich fragt, wo die an dem Bonsai überhaupt vorkommen oder wieso das Teil innen drin ist. Oder in welchem Set von Lego das halt normal vorkommt. Das hatten wir bei unserem Großprojekt auch, dass gerade so Lego-Teile, die verdeckt verbaut werden, die manchmal einfach kuriose Farben hatten. Das ist wohl wahr. Was wahrscheinlich, klar, materialsparend ist. So muss nicht das passend gefärbte Teil zwingend da sein. Das spart sicherlich irgendwo Ressourcen. Aber ist halt immer witzig, wenn man irgendwie gerade an einer braunen Wand bauen ist und auf einmal hat man ein gelbes oder ein weißes Teil innen drin und denkt so, hä? So ist es. Wie halt jetzt Türkis im Bonsai bauen. Doppelter Zweier. Könnte das sein? Doppelter Zweier. Das ist farblich schwierig zu erkennen. Siehst du es aber vom Licht her? Ist alles, ja, alles gut. Okay? Alles gut, das sind andere Teile, die sind hellbraun. Braun und braun. Das sind Teile, die dann aufhören. Da kann man nichts mehr draufdrücken. Und so müssen es die sein. Ach, bau einfach los, das wird schon. Aber cool, ja. So. Dann haben wir wieder eine nächste Hürde. Oh, irgendwann kommen sie immer. Das ist wirklich so. Irgendwann so. Kommt die Hürde. So. Und dann kommt ist aber manchmal, muss man auch sagen, wenn es euch auch schon mal so gegangen ist, schreibt es rein. Manchmal sieht man es auch in der Anleitung echt schwer, wo irgendwo hinter verdeckt ein Teil hin muss. Ja, vor allen Dingen manchmal auch welche Farben halt. Also ja. So, weil es ist ja schon so ein dunkelbraun, hellbraun, ne? Das ging uns ja bei unserem Großprojekt am Anfang auch so, wo wir die Sockeln und die Mauern gebaut haben, dass du einfach von dem eigentlichen Bauobjekt, was du baust, ein großes Bild in der Anleitung hast und in dem Bild sind die Teile gesetzt, aber ja. Ohne Pfeilhinweis oder irgendwas. Da suchst du schon dann, denkst du, hä, wo sind denn jetzt diese einser Teile hingebaut worden, ne, so ungefähr. Das ist manchmal gar nicht so ohne zu sehen. Das ist wohl wahr.
Aber das machen die bestimmt bewusst, dass man ein bisschen grübelt. Aber da ist ja auch so ein Ding, ne? Ist man jetzt jemand, der sich jetzt täglich mit solchen Sachen beschäftigt, der wird ja wahrscheinlich kein Problem haben, sowas schnell hinzupflastern, jetzt mal grundlegend. Zeig mal ja den Topf hier. Bitteschön. Aber wenn man das halt jetzt nicht oft macht, kann ich mir vorstellen, ist das halt schon ein bisschen aufwendig. Wie jetzt zum Beispiel suche ich wieder zwei Teile, hier sind sie. Manchmal ist es halt auch so, man sieht hier ein Teil und auf dem Bild sieht es halt einfach viel größer aus, als was es dann eigentlich ist. Mhm. Ne? So, dann musst tricky. Du erstmal, musst du erstmal wissen. So, ich hab mal die Füße auch nicht. So. Töpfchen. So, nächster Bauschritt. Ja, das wird doch hier schon langsam ein Baumstamm. Ich sehe das schon kommen hier. So, jetzt brauchen wir was. Also, guck, das ist ja ein verrücktes Teil. Sieht aus wie ein Korb. Tatsächlich. Ganz strange. Pilzkorb. dann kommen ja, wenn du den erledigt hast, kommt Bauschritt 3, Substrat reinschütten. Echt? Mhm, bestimmt. Kann ja nur so sein. Und so, aber es geht ja gar nicht. So, und jetzt? Da hängt wahrscheinlich was dran. Kommt da Knippen hier rein, diese Füßlein. Aha. Wenn dann Füße ist, kannst du den wo rausklippen, den Baum, ne? Der hängt halt jetzt hier drauf. Ist vielleicht extra so gemacht. Entweder schräg hängt. Entweder da, erstens das und vielleicht, dass du eine wegmachen kannst, um vielleicht das Blattkleid umzubauen. Da gucken vielleicht, wir uns ist, das, vielleicht ist das extra so gedacht. Da gucken wir uns auf jeden Fall an. So, jetzt brauchen wir wieder. Okay, jetzt brauchen wir doch viele Deine. Okay, jetzt wird Verkleidung gebaut, wie es aussieht, ne? Jetzt kommt die Verkleidung. So, bloß gucken, dass wir die richtige Seiten immer haben. Ich weiß nicht, ob das entscheidend ist. Jetzt brauchen wir so ein braunes Teil. Ein braunes Teil, was umklappt. Was umklappt? Ah, hier. So, wie geht es jetzt hier ran? Wie soll das funktionieren? Muss man dir die Teile erst parat legen, die du brauchst? Wahrscheinlich. Das verwirrt dich sonst nur. Das ist wirklich so. Aber das ist auch gerade komisch. Das sage ich auch immer zu meinen Kleinen. Leg dir erst die Teile raus, die für den Schritt gebraucht werden. Da will auch immer nicht hören. Da baut auch immer los. Baut einfach los. Die wollen einfach nicht hören, die Gunge. Ist schlimm. So, das ist was falscher. Das muss so sein, genau. Jetzt kommt hier oben wieder so eine Blättchen drauf. Blättchen. Das wird ein X-Flügler. Ich sehe es genau. So. Dann darauf kommt wieder so ein Ding. So, ganz schönes. Das sind ja auch so kleine Wurzelteile oder so. Aufbauen, das Teil wieder. Man sucht sich da, also es liegen gar nicht so viele Teile da, ne? Und trotz alledem findet man das nicht, was man braucht. Ne? Das ist. Naja, die gehen die Augen über. Was suchst du denn? Ich such so ein Teil wie das. Ja. Boah. Bloß, dass jetzt noch eine was hochgeht. Wie was hochgeht? Ne, wie eine Wand nochmal sozusagen hinten drauf. Aber ich sehe es nicht. In welcher Farbe? Dunkelbraun? Braun. Dunkelbraun. Hellbraun eigentlich. Hellbraun. Und das da? Was ist das? Warte mal. Oder das hier in der Mitte. Oder das. Ja, das ist es, glaube ich. Das ist es. Hast recht. Da haben wir es. Gut gemacht. Ich habe halt den Blick. Von einem anderen Blickwinkel sieht man so einen Teil manchmal. Das habe ich nicht gesehen. So, und dann das hier drauf. Ja. Sind aber ein paar Höhenunterschiede stellenweise. Man fragt sich manchmal, dass das überhaupt dann ein Bild ergibt, passt. Ne? Da ist was dran. So, das da drauf und dann noch eh noch. Aber wir haben ja dann schon. Ja, gut, das ist aber in guten Bauschritten unterteilt. Man sieht es ja ganz gut. Tüte 2 wird der Baumstamm grundsätzlich. Scheinbar. Tüte 3 dann das Substrat rein. Dann bist du bei Tüte 4 ja dann schon, dass du das Blattwerk anbringst. Tüte 5 wird dann alternativ quasi vielleicht sein. Und dann kommt der Sockel noch als letzte Tüte. Klipp und klare Bauschritte. So sieht es dann jetzt aus auf der Seite.
Könnte auch ein Gaming-Stuhl werden. Noch ist es schwierig zu erkennen, auf jeden Fall. Ja. Aber das wird schon noch. Hat man definitiv recht. Und dann sieht man ja noch schön auf dem Bild dieses Wurzelgestänge. Das kommt ja dann auch noch ran. So, jetzt nochmal den gleichen Spatz. Also, wir haben wieder das Teil. Wir brauchen wieder die Ecke. Genau. Ja, so. Und dann... Wir brauchen eine Ecke. Jetzt immer erstmal immer in die richtige Richtung drehen. Ja. Manchmal gar nicht so. Wirklich, man hat immer... Also man dreht dann das Teil Bomber in der Hand und denkt, ja, so, nee, doch nicht. Aber ist okay. Im Übrigen, Leute, wenn euch Lego fetzt, ihr das gerade anschaut, schreibt euch mal rein, was ihr an Lego-Sets cool findet, worauf ihr Bock hättet. Vielleicht überlegen wir uns ja noch ein anderes Mal als Video zu machen. Vorschläge immer gern gesehen, aber nicht so teuer bitte. Nicht übertreiben. Wir sind ja nicht Größes. Also echt mal. Wir müssen das absehbar bauen können, sagen wir es mal so. Ihr habt es ja gerade gehört mit dem Großprojekt, wie sich das etwas in die Länge gezogen hat. Ja. Aber dafür wird es auch cool. Also man kann es auch mal einfach so sagen. Also man kann, ist ein cooles Projekt. Ja, ist auf jeden Fall auch vom Bauwerk her natürlich absolute Messe. Aber das es ist halt sagen. Riesig. Das gehört sicherlich schon mit zu den Top-Sets, die erhältlich sind. Das kann man eigentlich ganz klar so sagen. Ja. Denke ich nämlich auch. Und ja, wir müssen es halt nur noch fertig machen. Richtig. Liegt an uns. Und da haben wir die andere Seite dran. Gaming-Stuhl. 2.0 Massagesitz. Ja. Zack. Ja. So, was brauchen wir jetzt? Aber auch hier ist es ja so, der sitzt ja theoretisch auf den einen. Der wird halt dann ja, genau. Ist ja theoretisch schon irgendwo abnehmbar gestaltet. Wie einem scheint. So, dann hier eine Rundung an und hier eine Rundung an. Das ist aber eigentlich. Mal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer kennt das noch aus dem Sportunterricht? Stimmt, gibt's das noch? Oder wurde das vielleicht aufgrund von Lautstärke-Richtlinien verboten? Glaubst du? Keine Ahnung. Heutzutage ist alles möglich. Also, ja, gut. Vielleicht ist auch einer hingefallen, ist in der Hand reingekommen und zugeklappt und dann sind Unfälle vielleicht passiert. Ich weiß noch, wir durften im Sportunterricht das sogar selbst machen. Das war mal lustig. Jetzt haben manchmal die Lehrer dann, diejenigen, die gerade kein Rennen gelaufen sind oder was auch immer, durften diese Startklappe betätigen. Das war ziemlich cool. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass diese runden Astbogenteile dort, dass die irgendwie der Baumstamm wären, aber so richtig ist es theoretisch schon fraglich, wo die sich befinden. Die werden wohl dann irgendwo im Geäst oben sein. Das ist für mich jetzt eine Frage, wie das? Also, meine Lieben, das sind sicher richtig. Ach so, okay. Na ja, gut, okay, alles klar. Kruzifix. Das war schon mal klarkommen, ja. Also, das ist doch bestimmt irgendwie oben drauf, ja. Wir brauchen zweimal einen Zweier hell und zweimal einen Zweier dunkel. Ob es eigentlich von Zelda einen Dekobaum als Lego gibt? Da kann ich so viel sagen. Es wurde jetzt, kannst du einmal googeln, aber es gab auf jeden Fall jetzt auch was, dass es demnächst Zelda-Sets gibt. Cool. Und da war auch der Harlequin schon sehr begeistert. Gut, dass er noch nicht Geburtstag hatte dieses Jahr. Wir haben auch schon gesagt, das wäre eigentlich was für ihn. Ich glaube, das war sogar der Dekobaum. Leute, schreibt es rein, wenn ihr es wisst, aber ich glaube, da wäre natürlich irgendwo relativ naheliegend. Ich glaube, da Bro guckt auch gerade nach. Schau gerade, ja. Boah, es gibt auch ein Donnerkiefer als, aber nicht Lego, sondern alternativ. Ist ja auch cool. Ich glaube, da gibt es ja auch so viele Hersteller.
Ich habe das ja gar nicht gewusst, bin ich ja mal ganz ehrlich, dass es überhaupt so viele Hersteller gibt, die mit solchen Sachen... Das stimmt. Also man kennt halt auch als Kind eigentlich nur Lego, weil man ja, gerade wenn man bei uns hier in den Laden geht, also ich kenne mich nicht in Sinn, dass hier irgendwie mal was anderes als Lego stand. Ich würde auch, ach, glaub, so auch glaub, fallen ich, und glaub, so. Glaube ich auch nicht, dass es früher, das ist erst in den letzteren Jahren wahrscheinlich gewachsen, diese alternativen Baustein-Systemanbieter. Es gibt auf jeden Fall Schloss Hyrule. Das ist natürlich auch cool. Aber als, ich sag mal, wie will man sagen, sieht optisch ein bisschen wie ein Kinder-Lego-artiger aus. Ist jetzt okay. nicht so ganz professionell aussehend wie jetzt zum Beispiel unser Großprojekt, wenn man das jetzt mal im Verhältnis sieht. Es sieht ein bisschen kindlicher aus, mit einem Ganondorf als Figur. Oh, da wird schon Aber das, wenn ich es richtig google, ist das aber von Lego Ideas, oder wie das heißt. Ja, da gibt es bestimmt dann auch mal einen Deko-Baum, Leute, weil das ist ja auch so ein klassisches Objekt. Theoretisch kennst du auch, na gut, bei Zelda, einen großen Link, also als Figur, Long-Long-Form. Mhm, ja. Aber je nachdem, welches Zelda halt auch wieder, ne? Wenn es das ganz Neue ist, und da wird sich ja bestimmt da noch richten, also nach dem neuen Zelda Tears of Fallen oder wie das heißt, ne? Da wird es ja wahrscheinlich dann eher. Wird irgendwo darauf hinauslaufen. Wird sich ja wahrscheinlich eher dann darum drehen. Boah, das ist auch cool. Die 1000 Sunnies von One Piece. Das ist auch cool als Lego. Ja, sieht cool aus. Also ist ein Alternativ-Lego, aber gibt schon wirklich cooles Zeug. Muss man sagen. Aber. Konzentrieren wir uns mal auf unseren schönen Bonsai. Ja, ich bin... Das ist ja das Schöne, währenddessen ich hier baue, kann der gute Bro auch mal ein bisschen gucken oder so. Das finde ich natürlich auch immer schwierig, hier selber zu bauen und man guckt sich dann... Also es sind schon relativ unterteilt, die Bauschritte, aber man will halt auch jetzt... Scheiße, da fehlt dann doch ein Teil und dann baue den ganzen Schnulli wieder auseinander, ne? Das reicht schon, dass wir das wegen Licht bestimmt wieder auseinanderbauen müssen. Ja. Vielleicht. Müssen wir uns da mal anschauen. Das werden wir aber im Übrigen nicht live als Video machen, denn wir glauben, dass das sehr aufwendig wird und ziemliche Friemelarbeit sein wird, frustrierende, und da werden wir dann nur das Endergebnis zeigen, quasi im Anschluss als Finish, weil wir einschätzen, dadurch, dass es auch keine... Also es ist schon das passende Lichtset zu dem Bausatz, aber das ist jetzt kein offizielles Lego-Lichtset in irgendeiner Form. Von daher würden wir mal aus Erfahrung vielleicht glauben, dass das irgendwie nicht alles so hundertprozentig glatt gehen wird, wie wir es uns vorstellen. Ja. Und ja, dementsprechend machen wir das abseits in Ruhe und zeigen das dann nur als Finish. So ist aber das wird bestimmt cool. Nun ja. Das mit den Winkeln ist echt verwindelt. Das ist eine Sache für sich. Klingt, als ob das dort reinpassen könnte. Ja, nee, richtig. Aber ich glaube, ich bin auf dem falschen, kann das sein. So kann es, ne? Ach doch, na klar. So muss es. Ja. Das ist, sag doch, man ist selber einfach manchmal... Na ja. Aber Hauptsache, man kriegt es noch hin. Sicher. So, was haben wir hier? Große Teile, zweimal. An der Tüte 2 hängen wir auf jeden Fall schon etwas länger. Die ist etwas anspruchsvoller als die erste. Zumindest für mich. Na, weil halt hier, das ist halt wirklich nur so ein Stumpf und dann hier noch solche Ecken rausbauen und... Das sieht schon anspruchsvoller aus auch als... Schon ein bisschen mehr Arbeit, sagen wir es mal so. Aber wir sind auf einem guten Weg, auch das zu beenden. Klar. Sagt er jetzt. Das. Wir schaffen das schon. Wir haben hier noch so einen Stein und der kommt hier so quer rein. Quer? Ja, aber nur auf einer Seite. Das ist komisch. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
So. Komisch, okay. Wenn die das uns so sagen, machen wir das halt auch so. Genau. So, dann haben wir jetzt so ein Abdeckungsteil nochmal. Das ist in der Mitte gehend auf der gegenüberliegenden Seite. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Die bisherigen Baufortschritte können wir hier mal in der Mitte, hoffentlich in Mitte der Kamera zeigen. Ach ja, die steht ja drüben. Mitte wäre mit so. Wie schon gezeigt. Topf. Aktuell schon fertig. Stumpf. Ebenfalls. Da wird er mal irgendwie hier reinkommen. Okay. Circa. So ist es. So. Schwarz zugeben, der schwarze Topf auf dem dunklen Tisch ist fast nicht zu sehen. Schwierig, ne? Nicht so. Dann haben wir also ein Horn. Na, das sieht doch langsam verästelt aus, was du hier baust. Ja, das wird jetzt schon interessanter, die ganze Geschosse. Ach so, oder? Da muss man echt gucken, dass man hier noch auf der richtigen Seite baut. So, ist das noch unten? Ist noch unten. Ich sehe schon, wir sehen schon im nächsten Schritt. Ich glaube, hier oben, das ist ein Frosch. Du kannst da mal eine Kamera halten und selber angucken. Ich glaube, das ist auch ein Frosch, der auf dem Bonsai sitzt. Tatsächlich. Hast recht. Wenn man das sieht. Das Buch ist hier. Also zumindest sieht es aus wie ein Frosch. Man sieht es nicht so richtig, weil es mir an Licht fehlt vor der Kamera. Also, es ist verrückt, ein bisschen. Aber für mich sieht es aus wie ein Frosch. Da ist, glaube ich, auch einer. Ich wollte das auch. So, meine lieben Freunde. Ich kann noch nicht richtig sehen, zum Wohl. Da sitzt ein kleines Tier drauf und ich würde auch sagen, dass das ein Frosch ist. Sieht alles wie ein Frosch, oder? Sehe ich auch so. Nun gut, wir haben das Horn ran gemacht und jetzt müssen wir die zwei Dinge zusammenfassen. Genau, führe mal den Baum zusammen. Bäm, das steht unten drunter, kommt so hoch und dann hast du hier die Klappe. Frosch guckt nach hinten. Roshi. Und dann hier so drauf. Okay. Das ist er dann auch schon. In grob. So, jetzt müssen wir ans Hinterteil des Baumes. Dann bauen wir das türkise Teil weg. Das wird jetzt zugebaut, ja. Sehr gut. So, einmal das. Schon sieht man ja noch, dass der unecht ist. Echt. Das geht nicht. Wo muss das mit dem Noppen hin? Hier nach unten. So. Ja, Frosch ist schon cool. Ja, schon witzig, ne? So, was haben wir hier? Einen Säu. Obwohl, ist das dunkel? Ja, dunkelbraun. Dunkelbraun. Das ist doch, glaube ich, nichts mehr anderes, oder? Ich hätte ja noch einen hellbraun. Ja, doch. Achso, und da muss jetzt auch noch, okay. Macht natürlich, obwohl, aber nur auf einer Seite. Da habe ich noch einen zu eben, ne? Nee. Das heißt, auf einer Seite muss er stehen. Okay. Überstehen. Da. Und dann muss wieder Fliesen ran. Braune. Komisch ist, das soll wirklich nur auf einen halten. Oh, gut, okay. Ich lasse es mal so stehen, so gar nicht die Ordnung haben. Das muss doch nur das Blattwerk halten. Das geht schon. So. Glaube ich. Haben wir hier noch, jetzt haben wir dran. Beutel neigt sich dem Ende. Dann kommt der legendäre Beutel 3. Das könnte Fuß sein, ne? Denkst du? Das ist wie ein. Oder das ist oben geäst. Kann auch sein. So, jetzt brauchen wir noch so eine Ecke. Da haben wir hier noch eine. Dann muss ich drehen, damit ich hier klar komme. Richtig geile Ecke. So eine Ecke und dann noch so eine kleine. Die haben wir hier. Muss die oben mit drauf, die muss oben mit drauf. Top. Wo jetzt komisch ist. Hier ist das doch komplett abgedichtet. Da ist es passiert. Ah! Okay, es hätte eins weiter oben nach oben gemusst. Jetzt ist es komplett abgedichtet. Okay. Nur der eine hängt immer noch solo drauf. Ja, das wahrscheinlich klippst du das dann irgendwo ran, wo nichts passiert recht mehr. Das nee, will ich nur oder, ein wo das, oder wo das unten drunter reingreift.
Das kann auch gut sein. Sollte auch so sein. Das werden wir jetzt auch sofort merken. Ja, ist auch so. Hier ist ja das andere Teil, das rausguckt. Ach, das ist hinten dran. Wo das jetzt in dem Fall, ja, dann so wäre das. Kann natürlich jetzt sein. Irgendwann musste es passieren. Das ist echt so. Das ist zwar richtig. Das ist an sich viel richtig. Aber. Falsch rum. Die zwei müssen vertauscht werden, ja. Das lässt sich vielleicht doch ganz gut beheben. So, Kamera sieht alles gut aus. Shitty McMuskel, ja. Shitty McMuskel? Shitty McMuskel. So. Hell- und dunkelbraun vor sie vertauscht. Ja, das war aber auch nicht ersichtlich, wo das jetzt so wirklich ran muss, ja. Ups. Gleich zu Anleitung zu reißen. War ein Riss in der Matrix. Ja, so rum wird's da jetzt. Vielleicht. So rum müsste es jetzt werden. So rum müsste es werden. Mal der Ruhe auf den Teilen. Naja, das ist gar nicht so ohne. Wenn ich muss es nochmal auseinandernehmen, muss es nochmal von vorn bauen. Das hilft ja nichts. So hast du vielleicht. Dann baue ich es wieder verkehrt rum zusammen. Denk an deinen Hilfsbaustein. Ja, stimmt. Winkelding. Das ist doch zum Male hin, ey. Okay. Zum anderen Zahn. Ja, den müssen wir auch mal einsetzen. Echt, ey. So, also. Jetzt nochmal die Schose. Genau, das muss. Hier so drauf. Mit innen. So. Dann der. Nach vorne und hier hinten. Nee, hinten überstehend. Genau. So. Dann die Kappe, wo das Einser-Ding ist. So, das ist im Endeffekt. So. Hey, du baust ja schon wieder zwischendrin rum. Das ist richtig. So, dann die zwei. Ups. Das war jetzt auf der Seite nach vorne. Ja. Und das wird schon. Hier runter. So. Nur aber. Jetzt versuch nochmal dein Glück. Jetzt ist an der rechten Seite Platz. Ah ja, das sieht gut aus. Oh Gott. Das könnte aber auch der neue Controller von der VR2 sein. In Braun. Da habe ich ehrlich gesagt, also das interessiert mich ja mega. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Du musst ja echt aufpassen, dass du hier. Filigrane Angelegenheit. Ein bisschen. Ja, das muss wirklich kerzengerade draufpassen. Dass du hier die ganzen Noppen wegnimmst. Du musst immer hier rein. Oh, das ist aber schon interessant. Uiuiui. Nein, zerstöre nicht den ganzen Baum wieder. Mal so, ja. Theoretisch. Das Ding ist halt, dass du einmal den Druck aufbaust. Hier unten. Ich werde es wahrscheinlich erstmal an einer Seite hier festdrücken müssen. Jetzt. Ja. Die Seiten, wenn du die Seitenteile hier erstmal wecken lässt. Soll ich eine Schraubzwinge holen? Ja. Aber das Ding festklemmen. Jetzt habe ich versagt. Okay. Ja, das Ding ist halt, dass du Druck aufüben musst und durch den Druck hast du aber dann die Seitenteile, die du wegdrückst. Ja. Oben fehlt jetzt noch das Teil, das du hier drauf. So, jetzt so. Sieht es doch ganz gut aus, was wir hier getan haben. Finde ich auch. Vor allen Dingen relativ fix. Verhältnistechnisch.
So, jetzt brauchen wir diese roten Teilchen hier und die. Genau, jetzt wird es geäst gebaut. Ist egal, wo muss reinstecken? Das ist eine gute Frage. Stimmt, gleich, die sehen eigentlich ziemlich gleich aus, oben wie unten. Drei so. Stück. Da war ein Greifarm. Das sind dann die jeweiligen, genau, die Ecken, oder? Es ist hier. Echt Angst, dass man hier irgendwie was wegdrückt. Das sind auch, wenn du die Äste in die richtige Richtung baust, oder? Ja, das ist wirklich so. Das ist ja, das. Dann hier hinten noch einer und da geht aber noch hinten. Nach vorne, zur Seite, nach hinten. Sehr gut. Ach, ja, das sieht gut aus. Ah, wir sehen die vollendeten Schritte von Tüte 2. Da kommt sogar dann das hier noch ins Spiel. Mhm. Wie ich gerade gesehen habe. So ist es. Dann haben wir doch schon ein kleines Bäumchen stehen. Sind wir schon ein Stück näher an der Sache, ne? Mhm. Das soll aber so rum. Es tut mir leid, Bonsai, du kannst einpacken. Deine Tage sind gezählt. Als Einzelteile. Real Life Bonsai. Genau, jetzt müssen wir diese Stängelchen nehmen. Und den müssen wir jetzt wieder drehen. So. Wo kommen die ran? Ne? Einmal hier oben drauf. Auf die Haken, die wir eingebaut haben. Ah, ja. Diese. Sehr. So. Oh. Und einmal drumrum. Ja gut, es ist ja auch so bei vielen, ja, die dann so. Das stimmt wohl. Bei vielen Bonsai-Arten gibt es so ein, keine Ahnung, kann man Mangrovengewurzel oder wie man es auch immer nennen möchte. Die Botaniker stimmt, unter euch, haut's raus. So ist es. Wäre jetzt jemand aus Hufflepuff, würde das wahrscheinlich wissen. Aus Hufflepuff? Ja. Da kannst du ja mal drüber auch ein bisschen erzählen, wenn du möchtest. Die alten Baumknutscher. Hat sich ja Hogwarts Legacy gekauft. Ja, habe ich durchaus. Ich habe mir es geholt. Spiele es auch schon seit ein paar Tagen ein bisschen an. Bin stolzes Mitglied von Haus Ravenclaw. Yeah! Obwohl man ja die freie Wahl letztlich hat. Man kann ja, man wird ja durch ein paar Fragen des Hutes quasi, bekommt man ja ein Haus vorgeschlagen, was aufgrund deiner Lage, deiner Antworten das Passende für dich wäre. Wärst du aber damit nicht einverstanden, kannst du auch einfach ein Haus wählen, was du möchtest. Und ich habe, vorhin habe ich mal online geschaut, was mich fast überrascht hat. Ich habe mal auf, es war zwar nur auf Steam, aber kann man vielleicht trotzdem hochbrechen. Ich habe mal eine prozentuale Auflistung gesehen von den Spielern, wer in welchem Haus ist. Ja. Und es muss zugeben, es war recht ausgeglichen. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also man denkt, wenn man jetzt an Harry Potter denkt, was sind denn die zwei Häuser, die sich eigentlich, wo es sich auch, sagen wir mal, jetzt wenn es filmtechnisch geht, eigentlich nur drum dreht, das ist ja im Endeffekt nur Gryffindor und Slytherin. Korrekt. Na, wenn man so will. Es ist natürlich, es ist so, auf Steam zumindest ist es so, Slytherin ist das beliebteste Haus. Knapp 30% ungefähr. Dann kommt Gryffindor und Ravenclaw ungefähr gleich, so mit 25 circa. Und dann kommt ein bisschen abgeschlagen Hufflepuff, was einfach damit zu tun haben wird, dass das Haus in den Filmen nicht ansatzweise eine Rolle spielt. Ich wüsste, also... Bei Ravenclaw kommt wenigstens mal dieses Diadem vor, was eines der Horcruxe ist und so. Das Haus kommt zumindest ansatzweise vor. Ich weiß jetzt auch gar nicht, aber ich glaube, bei den Leuten, die bei Harry Potter in dieser Gruppe waren, sagen wir mal, in diesem Kampf, ne, glaube ich, da war jemand sogar drin. Da wurde nicht die Rubinia, die blonde Dame, der Verrückte mit ihren Glitter, so. Glitter, mit ihrer Zeitung. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Was, blonde mit einer Glitterzeitung? Ja, die hatte so, die immer von... Ich komme nicht auf den Namen. Die hat so eine Zeitung im Zug vertickt. Mhm. Der Glitter. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Dame.
Und die waren Hufflepuff oder was glaubst du? Ich glaube, die waren wieder Ravenclaw, Hufflepuff. Also ich weiß, in dieser Harry Potter Truppe, die, sagen wir mal, wo es jetzt relativ drum geht, da war jemand auch definitiv bei Ravenclaw und Hufflepuff. Klar, letztlich ist es ja so, die Gruppe, um die sich dort dreht, das sind ja nicht eigentlich nahezu Leute nur aus Gryffindor gewesen, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Die Gruppe, beziehungsweise die Gegenspieler natürlich, die Slytherin-Leute. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie die hieß oder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Tja. Hatte die außer dem Glitterverteil eine Rolle gespielt? Ja, die war auch immer mit dabei. Der Neville Longbottom war dann War of the Shore. Ach so, wo der Vater die Heiligtümer des Todes erklärt hat, genau. Ja, jetzt weiß ich, wie du meinst. Aber ich komme auch nicht auf die Seite. Aber ich weiß, wie du meinst. Mit den, die immer diese Wunsch, mit dem Wunschwesen rumgequatscht hat. Genau. Ja. Ich komme aber auch nicht auf den Namen. Das ist eigentlich traurig. Ich finde es heraus. So, dein schlimmster Beutel. Mein schlimmster Beutel? Na komm. Füllen wir mal den Bonsai auf. Blöde. Hey, die kommen relativ oft vor, wenn ich hier die Schauspielerliste aufmache, muss ich doch Minimum mit der Top 10 mit sein. Eigentlich ja. Oder? Luna, Luftgott? Der Luna, so hieß er. Ah, der Tüte 3. Top-Tüte. Das legendäre Substrat. Schön, der Herr. Sieht cool aus. Yeah. Ja, noch eins. Du hättest das Substrat ruhig mal ein bisschen gleichmäßiger farblich mischen können. Das Substrat. Wir müssen uns auf jeden Fall, Leute, für die nächste Aufnahme merken. Wenn ich Dinge in die Kamera zeigen soll, brauchen wir hier vorne etwas mehr Licht. Aber ich glaube, Sie sehen das ganz gut. Achso, und jetzt ist es entweder grün oder violett. Aber genau. Mir würde persönlich violett sogar besser gefallen. Genau, es ist wohl wahlweise Tüte 4 oder 5. Tüte 4 oder 5, genau. Ja. Und würde sagen, wir gehen bei der 53, geht's weiter mit violett. Wir machen violett. Du hast ja, glaube ich, aber nicht die schönere Bautüte rausgesucht. Also zumindest vom Bauen her. Das weiß ich nicht. Das wirst du jetzt gleich erleben. Aber ich finde halt, das Violette sieht halt schon cool aus. Also auch das Grün. Da ist aber also jemand schon auf den Frühling eingestimmt. Jawohl, schöne Kirschblüten. So ist es. Naja, also wo wir auch stehen geblieben, Hogwarts Legacy. Ja, die Häuser prozentual relativ gleichmäßig verteilt. Das wundert ihn wirklich. Also was mich fast verwundert ist, dass Slytherin auf Erstplatzierung ist. Aber es scheint durchaus viele Leute zu geben, die einfach Bock auf Arschloch dunkle sein. Magie haben. So, ein Schluck Cola, meine lieben Freunde. Pack das schnell hier weg. Das sieht so. Auch alles. Guck mal, das sind aber auch ganz viele Frösche. Ja, das sieht aus wie Frösche, aber ich glaube, das sollen wie Knospen sein. Das sind doch eindeutig Frösche. Ich hätte es auch gedacht, aber. Ja. Boah, als ob. Wir nehmen das mal so an. Leute, seht ihr das? Den Pink vielleicht besser? Das sind sowas von Frösche. Hätte ich auch gedacht, aber. Das kann doch nicht sein, dass da auch Frösche drauf sind. Das beim Grün sieht man es nicht, oder ist hinten Lila drauf? Hinten ist Lila drauf, ja. Das sieht aus, als ob der ganze Baum voll Frösche sitzt. Das ist irgendwo witzig. So Leute, guckt euch mal den Kollegen an, wenn er das sieht. Und sagt mir, dass das kein Frosch ist, sondern eine Blüte. Das ist sowas von ein Frosch. Das kann gar nicht anders sein. Das ist irgendwo lustig, aber auch irgendwie seltsam. Ja. Das ist wohl wahr. Aber was man gerade hinten auf der Verpackung sehr geil sehen kann, vielleicht auch bei euch,
wie ihr unten links im Bild seht, man kann das Blattwerk mit nur einem kleinen Handgriff wechseln. Denn es ist immer geäst quasi drin, sodass man das wie als Haube einfach aufsetzt oder wegnimmt. Das ist aber cool gemacht. Da kann man wirklich. Die Frage ist natürlich nur, wenn du das andere Blattwerk montiert hast, was machst du damit? Das legst du ja nicht neben den Baum hin, für den Fall, dass du es mal wechselst. Aber, na, hau mal die Frische drauf hier. Nee, jetzt ist das mal. Naja, Leute, also Hogwarts Legacy kann ich auf jeden Fall guten Gewissens jedem, der Harry Potter Fan ist, als Spiel empfehlen. Es gibt sicherlich, also es ist ein gutes Rollenspiel, sieht auch optisch ganz gut aus. Es gibt dort sicherlich irgendwo auf dem Spielmilieu bessere Kandidaten, die grundsätzlich, was jetzt Rollenspielcharakterismus betrifft, was irgendwo sicherlich etwas bessere Spiele sind. Aber für einen Harry Potter Fan würde ich sagen, ist das Spiel schon eigentlich ein Muss, weil einfach schlicht und ergreifend wirklich alles, nahezu alles, was irgendwie in den Harry Potter Filmen und Büchern vorkommt, auch in dem Spiel eingebaut ist. Also es geht wirklich bisher, ich habe natürlich jetzt erstmal, sagen wir mal, 10 Spielstunden hinter mir, aber selbst ich habe schon sehr viele Schauplätze aus den Filmen gesehen, viele klassische Dinge getan und gemacht, was irgendwo die Schüler auch in den ganzen Film rein tun. Also das ist wirklich sehr gut angelehnt, das sieht alles auch wirklich sehr ähnlich und authentisch aus. Und vermittelt halt wirklich einen unfassbar coolen Harry Potter Flair, obwohl Harry Potter an sich nicht vorkommt, weil das Ganze ja, lasst mich lügen, korrigiert mich in den Kommentaren, dass irgendwie circa 100, 150 Jahre vor Harry Potter spielt, so grob. So, spielt sogar zuvor. Na gut, spielt ja früher, weil es gibt in der Schule einen Charakter, den ich noch nicht gesehen habe, der laut Community vermutet wird, der Urgroßvater von Lord Voldemort zu sein. Okay. Sofern man das halt so zweifelsfrei Verwandtschaftsverhältnisse darlegen kann. Aber es gibt dort eine Person, die wohl in irgendeinem Dialog ein paar Dinge fallen lässt, das vermuten lässt, dass er zur Gaunt-Familie gehört. Und das muss ich zugeben, wusste ich selbst nicht, aber die Mutter von Voldemort war eine Gaunt-Zaubererin, also aus der Familie. Und der Typ muss irgendwie der Großneffe, Großonkel oder Urgroßvater, irgendwas von derjenigen, von seiner Mutter quasi sein. Und wäre dementsprechend eine Generation weiter vom, theoretisch von Lord Voldemort verwandt. Okay. Daran kann man ja dann theoretisch festmachen, wenn das so sein sollte, dass die Person der Urgroßvater wäre, spielt das ja 3 Generationen vor Voldemort. Eine Generation sind knapp 30 Jahre, also kannst du sagen, es spielt ca. 90 bis 100 Jahre vor Harry Potter. Dann kannst du es ungefähr abmessen, ja. So grob. Dementsprechend so 70 Jahre vor Fantastische Tierwesen. So ungefähr. Oder so voll der Zeitstrang, ey. So ein bisschen. Naja, jedenfalls kann man halt wirklich in dem Spiel auch alles einfach tun, ne? Man kann Tierwesen einfangen. Das Einzige, was noch, glaube ich, aktuell nicht gibt, ist Quidditch. Das ist aber eigentlich schade, dass ich auch nicht verstehe, wieso. Das wäre auch meine Frage gerade gewesen, ob es Quidditch gibt. Ja. Also bisher nicht und ich glaube, es ist auch aktuell nicht im Spiel, aber es wird bestimmt als DLC dann irgendwie kommen oder so. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, wieso das nicht der Fall sein sollte. Fakt ist, ich bin jetzt aktuell schon so weit, dass ich Besen fliegen kann. Ich finde eigentlich die Steuerung beim Besenfliegen okay. Und ich wüsste auch nicht, wieso man nicht einfaches Quidditch-Spiel implementieren könnte. Ja. Entweder hatte das irgendwelche Rechtsprobleme gemacht oder so, keine Ahnung. Ja. Da sitzen, weiß Gott, 10 Frösche oben drauf. Ja. Das ist irgendwie merkwürdig. Das, ja. Aber warum? Das ist mir beim Kauf nicht aufgefallen. Aber hier steht mal 3. Kann es sein, dass die das mal 3 machen wollen? Ja, 3 Mal musst du die Dinger machen. Aber hier steht es noch nicht.
Und dann hier steht mal 3. Na, oder du baust das folgende dreimal, kann das sein? Wenn das da steht? Und hier dreimal steht. Ach so, das wird das folgende das sein. Was ja. du jetzt baust, baust du dreimal. Ah ja, okay. Okay. Machen dann, wir. Dann bau einmal los, dann weißt du, wie es geht. Ja, das ist immer so leicht gesagt. Bam, bam. Zurück, zurück durch und fertig. Ja, also cool. Also wie gesagt, ich finde das Spiel wirklich gut. Ich selbst bin Harry Potter Fan. Hab alle Bücher gelesen, finde die Filme super. Fantastische Tierwesen fand ich auch gut. Da hat mir nur der Schauspieler nicht gefallen. Aber grundlegend waren das auch coole Filme. Und generell ist ja das Harry Potter Universum mit Magie. Ist natürlich für einen Fantasy-Fan schon eigentlich ein Muss fast, kann man sagen. Es ist halt definitiv hochwertig, ne? Das ist ein Big Player im Fantasy-Genre. Das auf jeden Fall. Und also. Ja, das Spiel ist wirklich gut gelungen. Was ich auch überrascht war, ich habe auch am Anfang gedacht, die Zauberkämpfe, dass die ein bisschen tricky sind. Aber da war ich wirklich, muss ich echt sagen, überrascht, wie gut es Zauberkampfhandling, die Kampfsteuerung ist. Also geht gut. Die geht wirklich sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Man kann wirklich so sich auch, es fühlt sich auch richtig wie so Zauberduell an. Stellenweise gegen die Typen. Dadurch, dass du blocken kannst und entwaffnen und das alles machen. Das hat schon wirklich auch so einen Duellcharakter. Das ist aber echt ziemlich cool. Das muss ich sagen, ist echt gut gelungen. Da war ich überrascht. Durchaus. Ja, man ist ja auch da immer das Problem. Man sieht das und denkt so, ist das denn auch gut gelöst? Funktioniert? Ja. Macht es vielleicht überhaupt Spaß oder ist es total langweilig und man klickt sich nur durch? Nee, gar nicht. Vor allem gerade, du hast auch ein breites Zauberspektrum. Also du hast ja bestimmt locker 20, 25 verschiedene Zauber, die du in verschiedenen Sets zusammen kombinieren kannst. Du kannst ja dann auch ganz unterschiedlich auch kämpfen, natürlich, ne? Ja. Du kannst auch gegnerspezifisch natürlich kämpfen, denn du kannst mit einem Entwaffnungszauber natürlich gerade Gegner bekämpfen, die riesige Äxte schwingen und da kannst du denen die Axt aus der Hände zaubern, dass die nicht mehr angreifen können und so Zeug. Was natürlich bei großen Gegnern, Tieren wieder keinen Sinn macht, weil die haben keine Waffen. Ja. Du kannst dann auch wirklich verschiedene Zaubersets gestalten, auch ganz unterschiedlich kämpfen. Hast natürlich einen Standardzauber, einen Haut-drauf-Zauber, der einfach Bum-Bum macht, ein bisschen. Weil ja, wie es immer ist, die Spezialzauber, nenne ich sie jetzt mal, die Abklingzeiten haben. Also hast du Abklingzeiten wie bei einem Rollenspiel? Ähnlich. Kurze, aber sind da. Du kannst also nicht 1000 Mal hintereinander entwaffnen, das geht nicht. Du musst dazwischen immer mal ein bisschen basen und ein bisschen blocken und damit quasi auch die Abklingzeiten halt runtergehen. Ist aber im Gesamtpaket wirklich gut gemacht. Okay. Muss ich echt sagen, gefällt mir sehr gut das Kampfsystem, macht Spaß und gerade durch die Zaubervielfalt hast du halt wirklich, kannst du wirklich verschieben. Du kannst ja auch dich unsichtbar machen und anschleichen und so Zeug. Also kannst schon viel, viel auch machen auch natürlich. Und das ist ja aber die Sache, es muss ja auch so sein, weil in dem Film, in den Filmen gab es ja nun schon wirklich, also viel, was da gezeigt worden ist an Zauber und so. Ja. Also das Zauberrepertoire muss ja ein bisschen was beinhalten. Wobei ich den, wenn ich die Zauber im Spiel durchschaue, muss ich zugeben, bei locker der Hälfte nicht wüsste, ob wann die in dem Film jemals vorgekommen sein sollen. Gut, es kann auch, es kann natürlich dann auch vom zum Beispiel, es gibt ja Zauberer zum Heraufbeschwören von Gegenständen. Ich wüsste nicht, wann das im Film mal vorgekommen wäre. Also so. Ich wüsste nicht, wann im Film mal jemand einen Tranktisch hergezaubert hätte. Es ist vielleicht implementiert im Spiel, um das ein bisschen leichter zu gestalten an der Stelle. Wobei halt das auch wirklich cool ist. Es hat auch wirklich einen Sammelflair, das Spiel. Weil man muss auch gerade, Heilung ist extrem wichtig, Heiltränke zu haben, die musst du natürlich brauen. Das heißt, du bist auf Trankzutaten angewiesen und auch darauf, die Tränke zu brauen, was wiederum halt Formcharakter hat. Du kannst dir auch eine Trankmischerstation bauen und so diverse Dinge. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das in Echtzeit alles hergestellt wird. Das gefällt mir nicht so gut, weil ich glaube, das geht bestimmt vielen Spielern so, also wenn ich keine Heiltränke mehr habe
und ich will mir welche herstellen, ja, habe ich keinen Bock, an der Tankstation eine halbe Minute zu warten, bis der Trank fertig ist. Ach, das ist so ein bisschen, also warten. Echtzeit. Und dann einen Trank zu nehmen und dann mache ich den nächsten Trank und warte eine halbe Minute. Okay. Dann stehst du 5 Minuten vor deiner Trankstation, damit du deine 5 Tränke wieder voll hast und dann haust du wieder ab. Okay. Das ist ein bisschen lästig. Könnte man natürlich umgehen, indem man dann in seinen eigenen Raum 5 Trankstationen hinbaut. Dann kann man wahrscheinlich 10 Tränke gleichzeitig herstellen irgendwie. Das gehe ich mal davon aus, wird später vielleicht funktionieren. Dann wirkst du dem vielleicht wieder ein bisschen entgegen. Von der Sache her. Ja, klar. Hm. Ansonsten muss ich sagen, finde ich es rundum gelungen. Die Schule Hogwarts sieht wirklich gut aus. Erinnert mich echt sehr viel an den Film. Es ist echt so, dass du in der Schule in Räume läufst und dann denkst, ach ja, das war ja im Film hier und hier. Ne? Zum Beispiel dieser Treppenturm zum Gryffindor-Schlafzimmer, der so rund ist, wo die Treppen aufbloppen von alleine. Ja. Wo die zigtausenden Gemälde in den Turm innen hängen und so. Das sind dann so Bereiche in der Schule, wo du wirklich dich an die Filme einfach erinnerst auch. Das ist aber schon cool danach. Gut gemacht auf jeden Fall. Da hast du ja schon 3 kleine... Ja, ich habe schon vorbereitet. Motoren ja. gebaut. Ich dachte, wenn ich einmal einen Bauschritt mache, dann mache ich es gleich ein paar Mal. Und jetzt hauen wir Frösche drauf. Ich war immer noch nicht fertig damit, dass das Frösche sind. Das ist ein bisschen, ja. Das ist ein bisschen strange. Das ist halt ein Bonsai-Baum, der quasi sinnbildlich die Plagen der Bibel wiedergibt. Die Froschplage. Ja, ich denke halt wirklich, dass das Knospen darstellen soll. Aber die sieht so froschig aus. Ich glaube, das sind auch bestimmt Frösche, aber die sollen halt. Sind einfach Frösche, die als Knospen dargestellt werden. Genau. Das Gefühl habe ich auch. Naja, der Dämon Ball würde sich freuen. Da haben wir Froschkollegen am Start. Wenn jetzt jemand weiß, was es ist, schreibt es mal rein. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ja, wohl doch schon. Ja, nee, ist schon okay. So, das ist. Das ist irgendwie aber auch süß. Aber hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn von diesen Blüten mehr gewesen wäre, anstatt die Frösche. Sie hätten ja von mir aus eine zweite Blütenfarbe in der froschrosa Farbe einbauen können. Ja. Aber ich glaube, das hätte besser gesehen, hätten sie die Frösche weggelassen und da einfach Blüten hingemacht. Ein paar größere von mir aus. Man weiß ja auch jetzt noch nicht, zum Beispiel, wie das dann mit dem Licht wird. Das ist ja auch noch so eine Frage. Frösche im Licht. Frosch im Licht. Naja. So, hier noch einer. Zur Not kann man ja noch ins grüne Blattlight wechseln. Man könnte es ja bunt machen. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Man könnte ja auch grün und also mischen. Wäre zu mischen. Klar, theoretisch, was würde einen daran hindern, diese rosanen Blüten auf die Blätter zu verteilen einfach, ne? Ja. Um zum Beispiel eine Mischung darzustellen. Ist ja möglich an sich erstmal. Mach's ein bisschen buschiger und dann geht das auch. So. Hast du wohl recht. So ist es. Das ist natürlich die Sache. Ich sehe schon auf dem Bild, das sieht kompliziert aus, die zu platzieren. Da extrem, weil du erstmal klarkommen musst. Obwohl das ja irgendwie, dadurch, dass ja hinten steht, dass du das wegnehmen kannst, muss das ja irgendwie zusammenhängen. Das Ding ist, man muss erstmal wissen. Ah, die stecken in die Äste drin. Ja, du hast hier diese Kniffis. Und das steckt ja an den Ästen dann. Aber das ist halt wirklich, das ist halt, also es wirkt einfach, aber die Zeichnung ist hier sehr überfüllt. Also. Ja, im oben drauf bauen, dann wird es ja irgendwie undurchsichtig. Also, hier, ne? Das kann halt, ich mir vorstellen. Da denkst du halt wirklich so, was wollen die von mir gerade? Ist schon ein bisschen so. Aber kriegen wir hin. Bloß gucken, dass ich das auch jetzt richtig, wenn ich das jetzt hochklappe. Das sind jetzt auch die Frage dann. Ich muss ja schon mal gucken. Du musst ja dann so ran. So. Ja, wenn du es so hochgeklappt hast, wie gerade eben, kriegst du es doch nicht an den Ast ran, oder? Ja, das ist noch meine Frage, so ein bisschen, wie ich das überhaupt. Das wird dann so angesteckt. Würde ich sagen, ja.
Du baust sie doch identisch, die Äste, oder? Letztlich. Genau. Also ist es ja dann auch egal, wo die rankommen. Genau, aber so muss es. Es muss so nach oben. Wenn ich es halt nach unten mache, dann wäre ja das Blattwerk unten. Mhm. Okay. Dann, aber das ist ja egal eigentlich. Das ist egal. Naja, ist ja wurscht. Legen wir hin. Wird schon werden. Ich denke auch. Wir haben schon fast 1 von 3 fertig. Oh oh. Da hat einer einen Abgang gemacht. Wo willst du hin, du Hund? Bleibe mal hier. Aber echt, ey. Tja, ansonsten, ja. Spiel gefällt mir gut. Freue mich schon drauf, weiterzuspielen. Und zu gucken, was ist. Story weiß ich also nicht. Könnte man jetzt drüber debattieren, ob das jetzt irgendeinerweise in der Harry Potter Geschichte eine Rolle spielt. Das wüsste ich jetzt nicht. Es geht halt irgendwie um altvergessene Magie, aber ob die in irgendeiner Weise mal in einem Film vorgekommen ist, das könnte ich jetzt nicht sagen. Das könnte ein bisschen vielleicht dann irgendwo an der Stelle frei interpretiert sein. Möglicherweise. Weil egal wie das Spiel endet, dadurch, dass es vor Harry Potter spielt, würde man glauben, wenn das sowas Gewichtiges wäre, wie das dort in dem Spiel vermittelt wird, müsste das auch in dem Film ja dann irgendwie vorkommen. Das ist, genau, das ist der Punkt. Ich gehe mal davon aus, dass das halt irgendwo sicherlich erfunden ist von den Machern, was halt zur Geschichte einfach ein bisschen passt, aber effektiv natürlich nicht in der Hierarchie hundertprozentig einzuordnen wäre. Hau die Frösche drauf. Die Frösche drauf. Die Hecken hier an der Ecke. Mhm. Ein Froschdreier. Die haben's. Das sind richtig wild hier bei den Jungs. Du hast aber auch noch einige Frösche vor dir, du. Das Problem ist, dass sie in der echte Augen übergehen. Obwohl ich glaube, das im Endeffekt. Also. Wahrscheinlich nur halb so. Also halb egal ist, wo die sitzen, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Grundlegend wird es da niemanden jucken, ob der nur da oder da sitzt. Nee, bau das hier schon ordentlich, mein Freund. Ne? Aber. Ups. Hau ab, der Frosch. Wir sind übrigens bei einer Stunde 20, nur zum Zeitbreak-Meldung. Zeitbreak. Ja. Dass du mal eine Hausnummer hast. Um zu wissen, auf jeden Fall. Also mach Druck, Junge. Bin ja schon dabei, aber die Dinger sind ja gar nicht so einfach zu platzieren. Platzier die Frösche, bis die Fingerkuppen wund sind. Das kann man wohl so sagen, ja. So, mal gucken. Vorne auf die Spitze. Und auf die Spitze. Du musst ja auch noch den ganzen Sockel bauen. Oh. Oioioioioioi. Das wird eine Nachtschicht. Na gut, wir kommen ja eigentlich schon relativ gut voran. Ja. Sehe ich schon auch so. Und das jetzt, musst du dieses nochmal an der anderen Seite ranmachen? Da kommt jetzt hier einen neuen ran. Und das ist aber mal die. Du kannst auch gerne ein paar mitmachen, wenn du willst. Ja, aber ich sehe ja die Anleitung nicht. Es sieht aber schon cool aus, ne? Mit den verschiedenen Ebenen. Ja. Die Elemente, die du baust, sind wohl immer die gleichen, oder? Du hast immer diesen Stift. Mhm. Dann haust du da sozusagen einen drauf, auf der anderen Seite einen drauf. Um die nur hoch. Dann machst du sozusagen da noch einen drauf. Und dann einfach, wenn die so übereinander liegen, sozusagen hier an dieser Stelle, hier so an die ersten, dann einfach so, dass die übereinander liegen. Wie eine Stammflocke. Also, hier. So, zack. Also du machst auf einer der beiden Seiten einen zweiten oben drauf. Nee, auf beiden Seiten 2. Also 4. Genau. Und dann halt jeweils immer so, dass die. Machen wir ja mit. Machen wir mit. Was überschneidet sich noch mit? Ja, du hast sozusagen hier. Ja, genau, hier haben wir ein Muster. Achso, du kannst sie ja drehen, wie du willst. Genau. Ja. Ich verstehe. So ist es. So. Da kann man loslegen hier in Akkord, meine lieben Freunde. Fließbandproduktion. So. Könnte ich dir die ja immer ein bisschen so bauen?
Du kannst die Frösche drauf machen. Gut, dann machen wir das. Dann mache ich die Dinger. Weil fürs Frösche drauf brauchen, wirst du ja der Anleitung brauchen. Obwohl das ja, also ich sag mal, das ist genau so ein Ding. Das kann ich auch vorbauen ein bisschen. Die sagen dir halt, wo die hinkommen, ja. Aber im Grunde genommen spielt nicht so die Rolle, ich verstehe. Ich glaube auch, dass du das im Gesamten dann gar nicht mehr wahrnimmst, ob der Frosch nun jetzt mal blöd gesagt auf dem einen sitzt oder auf dem anderen sitzt. Im Ganzen siehst du gar nicht mehr, wo der Frosch die Locken hat. Und wird bestimmt auch wieder ein Frosch 2 mehr drin sein. Möglich. So, oder mehr, sagen wir mal, mehr Blüte. Das heißt, im Grunde genommen wirst du wahrscheinlich eh da mehr haben, als was du brauchst. Das war kürzer, die Sau. Wir bauen hier fröhlich Frösche drauf. Schalalalala. Ich hätte es jetzt in mir. Wie haben wir denn noch? Hier hast du schon einen gemünzt. 2. Haha. Das ist eine Teambaumaßnahme. Jawohl, so muss es sein. Das muss man bezeichnen. Lego Koop. Gib mal wieder Dislikes. Gar nicht, stimmt gar nicht. Diesmal ist es nicht erfunden. Das ist wirklich ein Koop. Es war auch damals Koop, aber die Leute haben das nicht so gesehen. Wer es weiß, Leute, schreibt rein, was ist der Unterschied zwischen Koop und Du? Wir wussten es selber nicht. Wir wussten es selber nicht, nee. Wissen es auch bis heute noch nicht so richtig. So, das ist noch fertig. Wie viel hast du denn noch? Schieb mir noch mal ein paar Äste hier rüber. Und das weiße Gedöns. Ja, aufpassen, dass ich mir nicht an dem Teelicht hier die Nase vermache. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Wobei, das sind aber jetzt unter Aufnahme, ja. Ja, das sieht noch super aus. Wobei, es sind mehr da, als was wir brauchen. Ja, ha? Aber da müssen wir mal gucken. Am Ende sind vielleicht noch mal extra wo welche rangesetzt. Gut. Das ist das erste Teil. Sieht aber schon schmuck aus. Ja, würde ich auch sagen. Hast du recht. Würde ich auch sagen. Ich habe ja noch wieder. Das geht noch. Das ist wahrscheinlich das Problem. Das ja, so. Zu sein hat. Da täusche ich mich. Juri. Juri Gagori. Nee, hier war das. Das muss bestimmt eigentlich so, oder? Ja. Irgendwas. Ach doch, noch einer, okay. Ja, da war ja schon dran gequetscht. Also eigentlich noch einer. Ich hab noch einen. So. Sind da doch keine zu viel. Nee, ich hab's gerade gesehen. Aha. Ich hab schon vorgearbeitet. Okay, dann wieder Fröschlis drauf. Fröschlis drauf. Aber die Fröschlis drauf. Ja. Zack. Das ist wie noch guten alten. OBM. Hat aber auch was. So. Die Sicherung müsste man vielleicht auch beachten. Düssel. So. Mensch, wie rum ist die Bauer? Spielt das echt eine Rolle? Ich glaube auch nicht wirklich. Der untere vielleicht eher nach hinten und der obere zusammen. Vielleicht eher so. Ja, das könnte besser sein. Knack, knack. Knack. Wer kennt Knack das Spiel, Leute? Ich fand es persönlich. Ich fand es eigentlich persönlich, ich konnte gar nicht verstehen, warum das so wenig gemocht wurde. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich verstehe es auch nicht. Also im Action-Adventure-Bereich, und da gibt es ja eigentlich, sagen wir mal, nur ein paar Könige, also Zelda, ne, zum Beispiel. So viele Spiele gibt es da halt nicht, die Allgemeinheit gut findet. Und da fand ich das eigentlich schon ziemlich gut. Aber irgendwie. Es hat auf jeden Fall zum zweiten Teil gereicht, aber dann irgendwie nicht mehr. Schade eigentlich.
Das war auch komisch, das stimmt allerdings. Knackt. Ich fand es echt nicht schlecht, muss ich echt sagen. Es war halt einfach geil, dass es im Koop geht, ne? Das ist halt top. Das generell, halt... spielt ihr lieber Koop oder online, Leute? Schreibt's mal rein, würde mich auch interessieren. Es gibt halt auch nicht so viele Action-Adventure-Spiele, die wirklich im Koop funktionieren, ne? Das ist ja der Punkt, also ich persönlich, aber wir sind ja eher so die Leute, die auch gerne mal online zocken, aber wir zocken auch gern Koop einfach zusammen, ne? Ja, eine Story im Koop durchspielen ist ja in der Regel auch viel lustiger als alleine. Das ging natürlich bei Knack super. Vor allem, weil du dich gegenseitig ärgern konntest. Ja. Das war aber richtig cool. Es war halt wirklich eingebaut, sich gegenseitig auch ein bisschen auf den Sack zu gehen, ne? Und es dich halt abhängen, runterschubsen und so Zeug und runterfallen lassen versehentlich und so. Das ist halt auch immer mal passiert, zufälligerweise. Zufällig, ganz zufällig. Das war schon lustig. Das hat ja auf jeden Fall Laune gemacht. Das stimmt. Entschuldigung, Big Bang Theory, aber es war lustig, dich zu ärgern. Ich muss es zugeben. Es war zu cool. Ist aber auch sehr drauf eingestiegen. Ich glaube, das hat dich mehr motiviert, noch mehr zu machen. Tja, das ist halt der Klassiker aus den Koop-Spielereien. Viele kennen das vielleicht aus Halo Koop-Story. Oh, ich habe eine Granate geworfen aus Versehen. Oh, ja. Ups, wie konnte das denn passieren? Man weiß es nicht, aber es ist passiert. Es ist immer ein Brüller. Da war auch der gute Don Weave immer für einen Lacher gut. Wir sind mehr an uns oder an dem Granaten gestorben, die der Kollege uns im Rücken gepfeffert hat, anstatt an den Gegnern. Das passiert halt aber im Gefecht auch einfach mal. Ja, Nummer 2 ist kurz vor der Vollendung. Nimmt Fort auf jeden Fall. Mal sehen, kann man hier ein Muster aberkennen. Na, theoretisch sitzen immer 2 Frösche und eine Blume auf so einem Ding, ne? 3. Immer 3 Frösche. Ne, hier sitzen immer 2, 4, 6, 8 Frösche. Also, ja. Auf in so einem weißen Ding sitzen immer... 4 sozusagen auf... Genau, ja, 2. Immer auf so einem weißen Ding 2 Frösche, ne? Ja, das ja. Und oben die Blüte. Genau, immer an der Ecke die Blüte. Na, das kann ich dir doch helfen. Die Blüten kannst du machen. Du kannst halt immer Frösche draufknallen. Wie gesagt, ob der Frosch dann mal auf den linken oder auf dem rechten sitzt, ich glaube, das wird... Nein, das geht nicht. So. Das wird jetzt nicht so von Belangen sein, aber... Ich wollte schon immer mal einen Frosch platzieren. Theoretisch sitzen die aber eher unten, eher oben, oder was? So die Theorie zumindest. Genau, du kannst ja auch so ein mit drüber nehmen und das einfach angucken. Ja, ist eigentlich schon so. Einer, der rechte Frosch sitzt auf der unteren und der linke oben auf der oberen. So der Plan. Sozusagen, wo die doppelt liegen. Wenn man so sagen will. Doppelt. Doppler-Effekt. Also. Doppler-Effekt. Ja, aber hier liegen die wirklich übereinander? Ne, du tust ja dann so ein bisschen auseinanderziehen. Aber die liegen dann dran eigentlich nicht mal übereinander, oder? Ja, du kannst es ja auseinanderziehen, so ein bisschen. Ja, da würde ja der Frosch ja gar nicht hinpassen. Falsch gebaut. Du tust sie ja dann so ein bisschen auseinander. So. Ja. Froschus. So, kommt hier noch ein Froschlein. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was wir hier bauen. Fehlt aber hier noch ein Frosch. 3er Frosch. Ruhe bauen. Ich denke, es gibt keinen 3er Frosch. Nee, aber doch. Also, alles gut. Na, wie jetzt? In meinem Kopf gibt's den. 3er Frosch. Der gefährlichste von allen. So. Dreier Frosch. Dann hast du hier auch schon eins fertig. So, das heißt, der Umkehrschluss, das ziehen wir wieder auseinander. Hier guckt ein Frosch. Hier guckt ein Frosch. Was ist das letzte? Was war das letzte? So. Das ziehen wir wieder auseinander. Wir kommen der Sache ein Stück näher, meine lieben Freunde. Das ist gut.
Gibt's auch einen Froschbügel? Im Übrigen hatten wir auch überlegt, weil man ja drüber geredet hat, einen Hogwarts Legacy auf den Kanal zu bringen. Aber haben uns dann dagegen entschieden. Einfach aus dem Aspekt, dass es einfach ein zu großes Projekt ist. Ja, also das wird's definitiv. Ich kann ja sagen, ich hab's schon ein bisschen angespielt und hatte, ich wär jetzt, ich hatte kürzlich, glaube ich, so 6-7 Stunden Spielzeit und war knapp bei 10% Spiel geschafft. Also kann man ja runterbrechen, dass locker 50-60 Stunden Spielzeit irgendwo vielleicht zustande kommen. Und das ist natürlich für ein Projekt, für so einen Kanal schon lang. Ja. Da muss man schon ja wirklich tagtäglich aufnehmen und auch dementsprechend hochladen und freischalten, dass man überhaupt die Videos los wird. Ja. Dementsprechend haben wir das Thema ein bisschen verworfen. Weil es halt auch schlicht und ergreifend so ist, dass wir jetzt nicht jeden Tag stundenlang aufnehmen können. Nee. Heute haben wir uns mal so ein bisschen freigeschaufelt, um einfach auch mal zum Beispiel das Lego zu machen halt. Ist ja echt noch ein Rudelfrösche übrig. Die kommen unten ins Substrat. Ja gut, man kann ja auch sicherlich, wenn man will, kann man bestimmt da mehrere Blüten drauf machen. Platz hättest du ja theoretisch. Nee. Oh, jetzt kommt die finale Zusammenführung vorab. So. Boah, schön ist es. Jetzt gucken, dass wir es einfach nicht knallen, ja, den Knüppel. Also, es wird wahrscheinlich die Gäuse. Theoretisch spielt es eigentlich keine Rolle, weil die sind ja identisch. Aber ich hab halt bloß die. Du musst die nur vielleicht ein bisschen irgendwie anders drehen müssen. Ja, gucken wir mal. Nachdem, wo sie dran sind. So, dann drehen wir die Sache mal ran, ja. Drehen wir ran, ja. Aber hast du vorhin einen Abgang gemacht, da hast du die Tür rübergeflogen. Was? Was ist das? Liegt? Du hast doch noch genug hier liegen. Ich? So. Komm ran hier, das ist aus der Froschschenkel. Wegdrehen. Warum passt es hier nicht? Pass auf, du verästelst dich. Ich verästel mich wirklich. Jetzt kommt die Feinjustierung. Jetzt stellt sich heraus, ob unsere Baumaßnahme Früchte tragen. Ja, ob wirklich Früchte tragen. Oder ob das Ding nach hinten losgeht. Ja. Das sieht schon wieder so aus, als ob gleich alles zerdrückt wird. Ja, das ist... Ah, da war einmal frei platziert. Der war top. Der war gut. Hat man genug Platz. Dieser wird sich jetzt erleben. Jawohl. Top, die Wette gilt. Das sieht doch schon schick aus, was wir hier machen. Würde ich auch denken. Nicht schlecht. Das sind die wirklich über, ne? Zur freien Entfaltung. Viele über. Du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du ja gerne noch die eine Blüte. Soll ich noch ein paar platzieren? Wenn du das möchtest, kannst du noch ein paar. Du musst aber auch immer dran denken, wenn wir noch die das Licht machen. Brauchen wir sie wieder wegmachen. Dass du wahrscheinlich ja einige wieder wegbauen müssen. Nein, dann lassen wir das einfach erstmal beiseite. Ist kein Problem. Geil, Leute. So, ich präsentiere mal den Bonsai in die Kamera ein wenig. Oh. Aber es sieht schon gut aus. Mhm. So. Also ich finde auch, das sieht jetzt schon richtig gut. Das Gelenk. Also eine feine Sache. Letzter Beutel. So sieht der Meister aus. Und jetzt bekommt er noch ein schönes Podest. Aber echt. Wobei ich sagen muss, es sieht dann dran mit den Fröschen cooler aus, als man es erst sich vorgestellt hat. Ja, ja. Ist wirklich so. Weil so gerade wenn du ein bisschen vom Weiten schaust, erkennst du in verschwommen nicht mehr hundertprozentig so, dass das ein Frosch ist. Oder vielleicht auch keiner ist, wissen sie. Wir glauben aber es ist ja schon so froschartig. Ne? Aber das sieht schon dann doch irgendwo besser aus, als ich gedacht hätte. Das stimmt wohl. Froschies. Zweimal brauchen wir den Bauschritt wieder. Ich bin fast gespannt, wie das Blattkleid aussieht. Ja, schauen wir mal. Ich bin selber jetzt erstmal gespannt. So, wir brauchen... Oha, der Sockel.
Der Sockel der Macht. Oder meistens. Ich stell mal den ein bisschen beiseite, sonst sieht man nämlich nicht mehr, was du baust. So, sorry. Da könnte als Deko durchgehen. Passt perfekt ins Bild. Davon. Von Lego-Bunsen. Kann man so lassen. Nicht schlecht. So, wir haben jetzt wieder ein paar solche schöne gespiegelten Teile. Oha, das sind viele Teile. Da geht ein bisschen was los hier auf jeden Fall. Ne? Aber vielleicht kannst du halt das Probat vorwärts das machen. Das brauche ich dreimal. Dreimal das Teil. Minute Way. Wie soll ich das dreimal machen? Ich hatte auch keine Teile da. Was ist das, die hier? Ja, genau die. Sind hier in der Mitte liegen welche? Sehe ich sie. Ja, genau da. Da liegt ja gleich noch eins. An mir die Dele. Da ein bisschen weiter nördlich. Nur hier, ja, ja, genau da. So, Nummer 2. Jetzt wird's schon interessant. Ja, gib mal hier ein bisschen auseinanderbreiten das echt, Ganze. Machen wir Platz. Juri, wenn man sie jetzt schon nicht die 3 sieht. Kommen sie gar nicht mehr. Fehlteile, ich hol die Kiste hoch. Ach nee, 3. Ja. Was ist denn nur los mit dir? Dummheit. Einfach dumm. Was ist doch nur 2? Ja, du brauchst 2-mal Ganzes. Ja, das passt. Es braucht 2-mal, aber alles gut. Mensch. Dumm. Ist manchmal wirklich, ist nicht so einfach, weil die Formen sind ja recht schwierig. Das ist echt so. So, dann hier einen doppelten drunter. Ich muss es ja trotzdem 2-mal bauen, also das heißt, dass das ja an sich erstmal kein Fehler war. Ja, habe ich ja. Dann passt es ja grundlegend trotzdem, dann kann ich das ja gleich mitbauen wieder. So. Bestimmte Stufen hier außen. So, jetzt brauchen wir so einen langen Knüllert. Und der muss hier dazwischen rein. Langer Knüllert. Echt, ey. So, dann nochmal so ein Knüllert. Na gut, es wird doppelt gebaut, wie ihr seht. So machen wir das. Weil doppelt gebaut hält besser. Und Sportzeit. Und Sportzeit. Wenn man es gleich mal so ein bisschen durchdrücken kann, anstatt dass ich dann den Baustoff wieder von vorne anfange. Ich schaue hier unten ins Substrat jetzt noch frischer rein. Kannst du auch mal. Das sind dann runtergefallene Blüten. Mhm. Weil der Frühling ist schon vorbei. Wo ist das Teil, das ich brauche? La la la. Ach ja. So. Jetzt brauchen wir so lange Schokoriegel. So. Das ist nicht so schlecht, was ich hier mache. Okay, der Rest ist zu viel. Was zu viel ist, ist zu viel. Das ist es. Nice, das Ding. So. Schon cool. Wow, ist der, geht's doch vorwärts. Gehen ja rasch voran, geht's ja. Was soll ich da? Immer uns versehen steht der Sockel. Man denkt, dass es sei einige Teile, aber wenn du es jetzt gleich so doppelt baust, ja. Ja, da geht auch was weg, ne? Da geht richtig was flöten. Dann brauchen wir diese Teile mit den Noppen dran. Nach innen. So. Und dann baust du nochmal was 2-mal? Nee. Nee. Ich baue es ja jetzt sozusagen 2-mal. Also ich hätte eins bauen müssen davon und dann nochmal den gleichen Schritt. Aber ich dachte halt, bevor ich jetzt alles durchblätter, kann ich eine Atlei 2-mal bauen. Ja, klar. Macht ja dann ne? Zeitersparnis. So ist es. Kann nicht schaden. Wir sehen, ob wir die 2-Stunden-Marke noch nicht knacken. Ich will keinen Druck aufbauen, aber es ist noch 20 Minuten. Mach mich doch nicht fertig. Da muss Licht und alles schon dran sein dann. Ja, ja, wie soll man das machen? Also für euch ist dann das Licht innerhalb von 20 Minuten dran, aber vielleicht machen wir ein Outtake-Video, wie die Arbeit das gemacht hat, das Licht reinzubringen. Also aufnehmen, also kann sein, wir schneiden da was zusammen, Leute. Wir gucken einfach mal.
So, ihr brauche ich 2, 4, 6, 8, 10er. Ist das ein Zahner? 2, 4, 6, 10. Ja, der geübte Lego-Bauer sieht es sofort. Da habe ich 4 Stück. Ja, der geübte sieht es bestimmt sofort. Das stimmt allerdings. Ich brauche mal einen 10er. Ich brauche einen 8er. Der geübte Lego-Bauer sieht das bestimmt. Hast du recht. Ich brauche einen 6er doppelt hoch. Die haben ja alle Normen. Ne? Es ist ja auch so, dass die jetzt nicht einfach einen Lego steilen, sondern was weiß ich, Slope. Oder die haben ja ganz verrückte Normen. Wenn man es sich gibt ja auch bestimmt, also keine Ahnung, gibt auch bestimmt sehr viele verschiedene Teile. Sicherlich tausende verschiedene Ausführungen. Ja. Oder dann alle irgendwelche, haben dann so lustige IKEA-Normen. Oder ja, die haben schon alle ihren Normen. Ne? So. Ja. Als Kind hat man einfach gesagt, gab mal den Zweierstein oder den Dreier. Das ist wie, wenn du wie ein Auto reparieren und die haben immer einen 13er Schlüssel. So. So, jetzt brauchen wir einen Zweier. Obwohl wir gerade bei Zweier waren. Und jetzt werden Fliesen wieder rangeknallt. Jetzt wird wieder gefliest. Yeah. Ja, so mehr oder weniger. Nein, den nicht. Der bringt uns nichts. Wir brauchen mit Nobbe. Nobbe. So, den haben wir mal so. Achso, weil dann der Fliesen rüberkommt. Da kommen dann Fliesen drauf. Oho. Noch so zwei, den brauchen wir auch noch nicht. Davon müsste da jetzt aber einige Teile, kommen ja drüben bestimmt auch nochmal hin. 28. Die Heimatland. 28 Steile, aber da geht halt aber gleich was weg hier, ne? 28, 1er Nobbies. Ja. So kommen sie auch auf ihre Stückzahlen. Aber Hauptsache das Endergebnis sieht gut aus. So, hier haben wir noch die weiteren. Ja, mal gerne, ne? 878 Teile. Ja, von sind locker 70 Teile Frösche. Das kommt wahrscheinlich hin, ja. Das kommt wahrscheinlich hin. So. Denk mal eigentlich, wenn man so liest, 800 Teile kommen, finde ich, jetzt gar nicht so viel vor. Für so ein Lego-Produkt. Aber wenn man es jetzt mal baut, ne, 2 Stunden lang, das ist schon ein bisschen zu tun. Andererseits ist natürlich 2 Stunden jetzt, also ich weiß ja nicht, wie viel es gekostet hat, aber kommt halt immer drauf an, wie viel Spaß wir mit dem Lego-Set haben. Ne? Das kann ich gar nicht sagen, wie viel das gekostet hat. Nee, deswegen ja auch, sage ich ja, wenn du jetzt, also mich würde es stören, wenn ich mir jetzt ein Set für 100 Euro oder bei Lego, wie gesagt, geht es ja bis 400, 500, 600 Euro. Klar, dann bist du in der Stunde. Bist du eine Stunde durch. Ja, das hat ja irgendwie keinen Wert. Stimmt schon irgendwo, ja. Vermittelt dann nicht so das Gefühl, dass der Aufwendigkeit in der Preisrelation ja. Einfach. Das ist ja auch immer das Ding. Wie viele Leute bauen denn, wenn sie so ein Ding aufgebaut haben, das Ding wieder auseinander? Ja, yeah, der Hilfsstein. Komm ran, Hilfsstein. Das Ding ist eigentlich Weltklasse. Besser geht's nicht. Aber wie viel bauen das dann wieder auseinander, um es dann wieder zusammenzubauen? Das werden wohl der wenigsten machen. Erzähl das mal meinen Kleinen. Ja. Den seine Waschanlage habe ich schon 10 Mal aufgebaut. Aber das ist halt die Frage, wie viele Kinder werden denn, also wenn ich jetzt ein Kind hätte, jetzt mal blöd gesagt, würde ich ihm jetzt auch nicht so ein riesiges Set oder so kaufen, nee. Sondern eher so was weiß ich, so Lego City oder sowas, so die Krankenhausstation. Ist ja auch ein 18 Plus Set, das ja? Ist ja auch jetzt kein Lego Set, was man einen 5-6-Jährigen wahrscheinlich schenken würde. Das ist schon richtig. Das ist ein dekoratives Lego. Genau. Zumindest glaube ich, dass das so gedacht ist. Wir brauchen noch einen so einen, falls du ihn siehst. Ja, oder? Ah, da ist er. Sehr gut. Haben wir die auch durchgeknüppelt? Yeah. Das neigt sich dem Ende. Das ganze Latten legen. Oh, jetzt kommen die zwei, jetzt kommen die dazwischen. Ja. Dann kommt der Bambusleisten rüber. Dann kommt die Bambusleisten. So. Das wird eigentlich so richtig schön. Ganz schöner Sockel, ne? Schöne Terrasse eigentlich. So richtig schön mit Douglasien-Diele wird hier verlegt. Douglasien? Ah, ne, passt nicht zum Bonsai eigentlich. Douglasien kommt, glaube ich, aus Südamerika. Südamerika, glaube ich, ja. Keine Ahnung. Akazie? Ne, wo ist das ja? Keine Ahnung. Was ist denn ein asiatischer Holzort? Bambus. Bambus. Gibt's auch was anderes? Ja. Ich gehe mal davon aus, es sind nicht allzu viele Terrassen aus Bambus gebaut. Ich. Vielleicht. Tja, ich
Ich möchte mich da... Kirschblüten? Kirschbaum. Mhm. Aha. Aha. Okay, dann machen wir uns das mal. Was denn? Ich mal, wo hattest du bauen, ne? Und dann so raus. Ja, ich wollte bloß gucken, ob das jetzt richtig ist, aber. Aber wo sind dann denn die Noppen? Ach, auf jeder Noppe müssen die jetzt gemacht werden. Oh Gott, da kannst du ja gleich mal Baumzahn knüppeln, ja. Und diese Hilfsdienste. Tja, ich denk's doch nicht, dass du hier umsonst drin sitzt, Miet. Ich kommentiere. Stimmt. Kann man ja nicht, das ist schon so unbezahlte Arbeit. Arbeit nervt. Dann ändert was dran. Das ist ja unbezahlt. Es liegt an euch. Schluss mit der unbezahlten Arbeit. Das ist eigentlich für coole Teile. Braune Goldbahn. Was sind die überhaupt noch? Diese noch zwei. Kann ich die Leute schon mal setzen? Genau. Es wird ja im Team Terrassenbelege erstellt. Ich bin mir sicher, in echt wird das nicht anders gemacht. Groß. Und so schnell. Ja. Zack, ran. Zack, zack, ran. Stecken, fertig, fort. Stecken, Ratten, fort. Wehe, nicht betreten, bitte. Das muss nur gut aussehen. Genau. Zum Betreten ist das nicht gedacht. So ist es. Schick mir mal noch das eine rüber, das liegt bei deinem Ellenbogen, genau. Wow! Okay, zucki haben wir das Podest draufgeknackt. Ich sag doch, Lego-Koop. Das beschreibe ich so. Es gibt bestimmt kaum jemanden, der Lego-Videos Koop macht. Ich glaube, da gibt es mehr, als wir denken. Denkst du? Ja, allgemein gibt es ja in YouTube ja, viele Leute, die Lego machen. Aber ne? Koop? Na gut, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. So, dann haben wir vier solche Ecken mit Rundung. Das ist aber schon ein edles Podest. Da könnte der Xerxes seinen Thron drauf haben. Xerxes hin. Denkst du? Klar. Legendär, das Ding. So, also, hier auf der Ecken. Jetzt werden die Füße ran montiert. Wie es aussieht. Ach, da kommen diese komischen umgedrehten Teile hin. Jupp. Tisch ist glatt. Stabil ist es auch noch, guck. Mhm. Muss ja auch einen riesen Bonsai tragen. Ja, Knüppel von Bonsai. So. Sogar mit Eckverstrebungen. Oh. Die sind halt wirklich massiv gebaut. So, und noch eine Runde. Ja, das Zack. Sieht doch schon gut aus hier langsam. Leute, Zack. Wir sind glaube ich kurz vor der Vollendung. So ist es. So. Dann bleiben gar nicht mehr so viele Teile. Außer aus einige Frösche eben. Frösche. Da mal ordentlich über. Gerade mal, wenn wie solche Teile wie dieser Ast übrig bleibt, könnte man denken, haben wir irgendwo vergessen, oder? Das sind ja gerade so Sonderteile. Und auch dieser Gummifuß. Könnte man glauben. Na gut, obwohl der Gummifuß sind ja vier Füße, ne? Ich meine, könnte man irgendwie fast vermuten, da fehlt irgendwas. Aber vielleicht ist es auch oft passiert, dass genau sowas gefehlt hat. Ja, wahrscheinlich. So, was nun hier noch? Gummifüße gibt es halt einfach nur in Fünfertüten erhältlich. Also ist einer on top dabei, ein gutes. So, dann muss das... Nee. Ja. Und dann kommt das Ding wahrscheinlich ran. Tipp kommt dann. Wie? So. Aha. Ist ja verrückt. Auf dem Bild steht der Fuß ein wenig über. Das macht er ja wirklich. Über den Protest. Das macht er ja sogar wirklich. Sicher? Das ist nicht schlecht. Dreist. Ja. Stell mal hin, den Jungen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, so ist das gedacht. Das lange ist außen und der kurze ist an der kurzen Ecke. Ah, ne, hier ist glaube ich andersrum.
Ja, hier müssen wir es jetzt auch noch schon machen. Ne, hier, der hier. Auf Bild ist das, das, der Fuß ist richtig. Der hier müsste alles so rum eigentlich. Irgendwie. Also der ist dann bestimmt auf einer anderen Seite. Nein. Der müsste wahrscheinlich... Na, da musst du aufpassen. Kaputt. Da er ja außen ist, müsste er eigentlich bestimmt hier rein. Reicht. Zwei. Zwei. Warte, hier, der ist auch wieder. Das kurze Ding ist immer hier auch auf der kurzen Seite. Aber die sind eigentlich richtig. Dann muss ich den. Der hier ist. Der müsste mal drehen. Dann müssen wir das. So, den kurzen weg. Zack, den drauf. Und den langen auf der anderen Seite. Genau. So wird's was. So wird ein Schuh draus. Coolio. So. Da haben Sie die ehrenvolle Aufgabe. Sich vollenden oder was? Stellen. Ich trau mich gar nicht. Eins, zwei, eins, zwei. Das kann also dann irgendwo auf der dritten genau mittig stehen. Ja. Sehr cool. So, Leute. Unser Bild richtig. Ich sehe es ja von hier nicht. Ja, doch schon. Ich drehe es noch ein bisschen. So sieht das Ganze vollendet aus. Bauzeit. Wir sind jetzt bei einer Stunde 50. Geht eigentlich. Würde ich auch sagen. Boah, ich bin nicht fast erstaunt, dass wir schon durch sind. Sind hier hinten noch was? Zeige ich jetzt gleich noch, da gibt es noch andere Baumarten. Auch echt? Ziemlich cooles Zeug. Und auch abgefahrenes Zeug. Ich kipp mal ein bisschen, muss ich echt sagen, in der Kamera sieht man es wahrscheinlich auch, ich sag mal, ein bisschen vom Weiten. Erkennt man auf jeden Fall nicht, dass es Frösche sind. Also ja. Es sieht wirklich aus wie Blüten. Ja. Muss aber, gefällt mir gut. Ja. Sieht gut aus. Top Ding. Top Ding. Haben wir gerade noch ein paar Frösche über. Yeah. Falls man noch einen bauen. Hier kann man euch nochmal, das kann der gute Bro euch noch zeigen, da gibt es andere Bonsais, zwei Seiten davon. Tatsächlich, wo ich gedacht. Da gibt es verrücktes Zeug, habe ich gerade gesehen. Boah, das sieht ja krank aus. Das ist der Augenbonsai. Tja, das ist dann wohl. Moment, versuchen wir das zu zeigen. Aus der Botanik-Serie gibt es noch weitere. Das ist ja eine peitschende Weide, oder wie sie heißt. Die gab es auf jeden Fall, die peitschende Weide, ja. Was denn noch welche? Ach, ja. Alter, mit Lego-Männeln. Oder das sind einfach nur kreative Ideen. Auch das ist. Weil du ja, der Baumstamm sieht ja nahezu ähnlich aus, ne? Kann auch sein, das haben ein paar Leute eingeschickt, was ja, die daraus gemacht genau, haben. Genau, steht da hier unten. Inspirational Models Only. Not parts of the actual set. Hm. Also, das sind quasi kreative Anregungen, wie man durchaus das Ganze auch noch bauen könnte. Wie ihr hier seht. Ja. Ein paar Ideen drin. Vor allem mit Lego-Männeln finde ich ganz cool. Ich fand diesen mit dem Delfin, was so ein bisschen. Ach ja, Aquarium, das ist auch geil. Das sieht ganz cool aus. Cooles Zeug noch eben gemacht. Tja, meine lieben Freunde. Es hat sich gelohnt zu bauen. Wir werden, wie gesagt, noch die Elektrik verlegen. Elektrik, wenn man so sagen will. Elektriker. Und ja, wir werden das dann hinten ranschneiden. Und genau, ich weiß nicht. Pirat. Wir sorgen dann sicherlich noch ein Schlusswort, wenn wir es dann rangebaut haben. Aber bis jetzt ist es schon mal sehr cool. Mir gefällt es sehr gut. Bauzeit war in Ordnung. Na, man muss jetzt hier nicht 5 Jahre dran bauen. Und das Ergebnis sieht top aus. Das lässt sich auf alle Fälle sehen. Richtig. Wir bauen, denke ich, mal parallel noch das grüne Kleid zusammen und werden dann mit dem Licht mal sehen. Die müssen eh gucken. Die Frage ist jetzt, wenn man das Licht montiert, ob das dann noch wechselbar ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, da muss man sich ja dann an der Stelle überlegen, was gefällt einem besser, was macht man rauf. Man könnte ja aber auch sagen, man macht zum Beispiel an jedem Platz, zum Beispiel das Äußere weg und macht da halt 2 grüne ran. Also, da grünes. Mischen doch, können ja. Wir ja durchaus auch, ja, korrekt. Aber das werdet ihr sehen, wir sehen, wir machen es uns nochmal bequem, gucken uns nochmal ein bisschen durch, das Beutelchen, habt ja die Bauschritte gesehen, oder auch nicht, weil es war jetzt, aber ich denke, ihr habt alles gesehen die ganze Zeit. Und wir sehen uns dann nochmal wieder, ne, klar, wenn wir uns das umgebaut haben, wenn wir die Elektrik gemacht haben, und dann gibt's nochmal ein Schlussfazit. Also, bis dahin, Leute. Tja, meine Freunde, da sind wir wieder. Kurzer Schnitt für euch. Für uns waren's nochmal
gut anderthalb Stunden, ne? Denke ich, ja. Bauzeit. Ja, Elektrizität ist verlegt, LEDs sind verlegt. Wir haben auch noch ein bisschen, ihr seht es ja schon, wir haben es euch mal so ein bisschen hingestellt, noch ein paar Ästchen mehr gemacht, ne? Hier liegt dann zum Beispiel das Kabel raus. Das kann man dann ja noch ein bisschen verstecken. Und ihr seht auch hier, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, hier hängen dann die Kabel runter. Sieht man das? Das kann man schon ein bisschen erkennen, glaube ich, ja. Und auch in der Baumkrone, aber der Bro kann es euch ja zeigen. Genau. Und pass auf, dass wenn du das nicht mitnimmst, dass es abzieht. Genau, so sieht das Ganze aus. Ein bisschen dichter gemacht. Wir haben jetzt auch ein bisschen gemischt, grün, und hat uns gut gefallen. Ja. Wir haben es ja in der Anleitung gesehen. Kreativität sollte man an den Tag legen. Haben wir ein bisschen getan. Und ich glaube, jetzt seht ihr relativ gut genau die Kabellage, die hier verlegt ist. Die ist halt am Baum runtergelegt, dann war mal drumherum gezwickelt. Und dann genau. Sozusagen, wo das ganze Shit gut ist, also die Erde, ne? Wird halt dann sozusagen die Kabel alles ein bisschen versteckt über die Außenteile und dann halt zugemacht. Und dann habt ihr in den Baumkronen LEDs, im Topf selber LEDs und nochmal am Boden LEDs. Oh, genau. So, nochmal ich das jetzt zu präsentieren und einen gewissen Wow-Effekt zu haben, werden wir jetzt mal unsere zwei Fluter ausschalten. Nicht wundern, es wird mal kurz dunkel und auch die Kamera überzeugen, um Himmels Willen, was geht hier ab? Und dann machen wir das Ding an. Aber dann haben wir noch ein bisschen Licht. 3, 2, 1, los! So, da ist schon mal das. Kamera wird sich bedanken. Ich kann auch das große Licht noch ausmachen. Genau, ich gehe mal an den Schalter. Und wir lassen es dann mal knallen. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen grieselt, aber wie gesagt, nur zur Demonstration. Ah. Na? Licht, muss ich sagen. Macht gut Licht. Und da sieht man dann sozusagen im Blätterdach sind es lila LEDs verbaut. Ich kann es ja mal so ein bisschen drehen. Bro kann mir ja sagen, ob man das gut das sieht. Gut. In dem unteren Teil weiß und auch unten drunter seht ihr, was auf dem Tisch scheint, auch nochmal weiße LEDs. Sieht echt gut aus. Hat doch romantische Stimmung. Ja, mega romantisch. Aber man muss echt sagen, wenn man das Licht verbaut, was man schon hier wirklich deutlich sieht, Licht verbauen macht echt nur Sinn, wenn man die weiße Blätterhaube drin hat. Ja. Wenn du hättest du jetzt den ganzen Baum grün, würde es nicht ansatzweise so gut rüberkommen. Genau, das, was er meint, ist halt hier hinten auch. Das seht ihr hier so ein bisschen. Da geht zum Beispiel die LED hier hinten, geht ein bisschen unter im Blätterdach. Weil er auf dem Grün steht. Genau, weil das Weiß reflektiert das Licht so gut. Und das Weiß und Lila reflektiert das Licht halt super. Dadurch sieht natürlich das wirklich deutlich besser aus. Ja. Kann man vielleicht hier hinten, das ist ein bisschen dunkle Ecke, könnte man noch ein bisschen umbauen vielleicht mal. Dass wir hier irgendwie ein paar Weiße in der Nähe bringen. Dann haben wir aber auch nur ein LED. Könnte auch daran liegen, ja. Ja, weil hier vorne sind ja doch ein paar mehr. Ja, was soll man dazu sagen, meine lieben Freunde? Also optisch gesehen kann man sich da überhaupt gar nicht beschweren. Sieht mega gut aus. Auf jeden Fall hingucken. Und ich würde sagen, wir machen nochmal das Licht an und gucken uns mal, wie es im Licht dann immer noch wirkt. Kamera wird jetzt total rumspinnen. Das geht aber eigentlich. So, du hast noch bei dir den Strahler. Und dann haben wir wieder das schöne Licht. Kann man trotzdem noch sehen. Genau, also sieht schon verdammt gut aus, ne? Kann man nichts sagen. Das Einzige, was uns aufgefallen ist beim Bauen, wir waren sehr zufrieden, dass wir zu zweit waren, weil das Durchgefädel oben im Blätterdach, das geht mal noch, aber gerade wenn ihr dann die Kabel runterzieht und müsst das dann so einklippen, da ist echt gut, wenn jemand an einer zieht und der andere klippt ein und man hält es ein bisschen auf Spannung, weil ansonsten fliegen die Kabel hier überall rum. Das stimmt. Und dann sieht es halt auch irgendwie blöd aus, wenn die Kabel sonst wo rumfliegen. Da hast recht, also wir würden definitiv empfehlen, das baut, macht es zu zweit, holt euch jemanden zum Ziehen und Halten. Ja. Ist wirklich auf jeden Fall empfehlenswert. Würde ich auch sagen. Ansonsten wirst du den Kabel nicht haben. Herr Eifer. Es war nicht ganz so einfach, das Licht reinzubauen, muss ich auch sagen. Das hat schon was gehabt. Also Pinzette gearbeitet und hast du nicht gesehen, und das ist so, weil das schon echt klein und filigran ist. Ja.
Es hat so Puppenstubenformat, ne? Wenn ihr schon mal eine Puppenstube und so ein bisschen Licht verbaut habt, vielleicht von euren Eltern noch oder so, das ist schon ja, ganz minimalistische Sache. Ne? War dementsprechend recht mühsam. Ja. Hat auch deswegen echt lange, also die anderthalb Stunden haben wir wirklich mit Kabelfädeln verbracht und dann die einzelnen Platinen anzustecken, das war schon nicht ganz ohne. Ansonsten muss man aber sagen, recht, also von den Bauschritten an sich, Unterteilung und so, man versteht relativ schnell, was sie von einem wollen. Und es ist auch so wirklich gemacht, dass man, also sie sagen dir, okay, nimm jetzt dieses Blatt, steck das durch, wickel es ein paar Mal drumrum, aber ob ihr das dann dort drumrum wickelt oder unten am Baum erst und lang zieht, das ist ja eure Sache. Genau. Ne, ihr könnt, also die geben euch so einen Hinweis und wo geht's lang und was müsst ihr stecken, das solltet ihr schon beachten, aber ansonsten könnt ihr ja das so ein bisschen formen lassen, wie ihr wollt. Genau, vor allem, weil wir ja selber jetzt noch das Blätterdach ein bisschen dichter gebaut haben, am Ende, um die Kabel noch etwas unsichtbarer erscheinen zu lassen, kann man da schon auf jeden Fall noch das ein oder andere gut verstecken. So ist es. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten, wie gesagt, Kabelei, unserer Meinung nach, wie gesagt, definitiv nichts für Anfänger gefühlt. Schwitzt man auf jeden Fall dabei und seid froh, wie gesagt, es war anderthalb Stunden. Und wir haben zu zweit dran rumgedoktert. Ich glaube, ihr hättet auch nichts gesehen, weil wir sind ständig hin und her und her gebaut. Also das wäre aufnahmetechnisch nicht interessant geworden. War ganz gut so, dass wir es genau so gemacht haben, uns einfach nur hinten ranpacken. Genau. Finales Ergebnis. Ansonsten, was kann man zu dem Bonsai Tree sagen aus der Botanic Kollektion? Rein optisch gesehen ist es ein Kracher, meiner Meinung nach. Es sieht einfach cool aus. Mit dem Licht natürlich ist es jetzt nochmal ein richtiges Highlight, ne? Klar. Mhm. Das sieht halt einfach mega gut aus. Das Sockel ist schön gemacht, der Baum an sich ist cool. Wie gesagt, wir haben es, der Bro hat schon gesagt, ein bisschen dichter gebaut, weil es uns ein bisschen zu wenig war. Ja. Aber ansonsten. Und wir haben es halt ein bisschen farbig auch gemischt. Genau. Genau. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, grün gebaut auch. Ja. Weil ich finde, ohne Licht sieht doch grün besser aus. Aber mit dem Lichteffekt ist natürlich dann weiß und die pinken Blüten unumgänglich. Ja. Ne, durch diese Lichtreflexion auf den weißen Astteilen, das sieht schon wirklich super aus. Denke ich auch. Super aus. Vom Bauer habt ihr es gesehen, fanden wir es eigentlich leicht. Ne, ging gut von der Hand, selbst für jetzt einen ungeübten. 18 plus würde ich jetzt auch nicht verstehen, wieso also, das so sein sollte. Ne, maximal oben diese Teile wegen Verschluckungsgefahr, weil es halt viele kleine Teile sind und auch die das Sachen. Das ist für unter 3 geeignet, das ist klar. Aber ich glaube, 18 plus würde ich jetzt auch zu ist groß ein bisschen übertrieben vielleicht. Ansonsten mega Lego Set, gibt's nichts. Ja, hat auch nichts gefehlt diesmal, ne? Es waren alle Teile dabei. Auch über. Unfassbar viel über. Also ihr könnt auch noch theoretisch am Blätterdach ein bisschen was machen. Und ja, wir können es nur empfehlen. Ist ein sehr gutes Set, sieht gut aus mit dem Licht, wie gesagt, macht's noch einen richtigen Fashion-kecken Eindruck und ja. Im Endeffekt hoffen wir natürlich, euch gefällt sowas. Wir hatten ja bei diesem, wie gesagt, bei dem Monster-Schwert, das steht übrigens dort oben, hatten wir ja eigentlich damals eine gute Resonanz. Hatten ja viele relativ cool gefunden. Vielleicht auch das für euch. Bei uns wird es immer mal, wenn es was gibt, wie der Bro am Anfang schon gesagt hat, ne, wenn wir mal was haben, dann gibt es da mal wieder ein Video. Und das kann aber dann auch mal ein bisschen dauern. Wie gesagt, das Großprojekt ist ja jetzt noch am Mache. Das kommt jetzt danach, kann man sagen. Gleich wird das weiter bearbeitet. Also da könnt ihr euch auf viele, viele Videos freuen, weil das wird echt viel. Und ja, ansonsten freuen wir uns für neue Leute, die sich für Lego begeistern können, bei uns auch auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Werbung da in Form eines Likes, Abos auf dem Kanal oder einen Kommentar zu den ganzen verschiedenen Fragen, die wir euch gestellt haben. Und wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dahin, ciao und der Bro hat Schlusswort. Geilo. Ich freue mich, dass mein Geschenk gut angekommen ist. Aber echt. Auch wenn du es veredeln musstest. Aber nein, ja. Aber muss schon echt sagen, die Friemelei hat sich gelohnt. Das Licht macht schon wirklich was her. Kann man nicht anders sagen. Leute, wenn ihr Bock auf Lego habt, tja, zieht's euch rein, holt euch was, baut mal schön, macht immer Spaß. Tja, ansonsten sagen, yo, Bro, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.